Hallo und herzlich willkommen zu meiner Biografie Teil 4. Teil 3 habe ich beendet mit der Geschichte Ende 1989, dem Fall der Mauer und der Geschichte des Umsturzes in Rumänien, der im Vergleich zum Rest des Ostblocks doch relativ dramatisch verlaufen ist. Sehr spannend. Revolution live im Fernsehen wurde das übertragen alles. Und meine Entscheidung war dann sofort kristallklar. Ich habe eine Einladung, ich besorge mir einen Reisepass und auf den erstmöglichen Zug werde ich aufsteigen und meinen Weg nach Deutschland suchen. Ich wollte mir erstmal alles angucken. Das war mein Ziel, erstmal einen Besuch erstatten. Jedoch ist dann ganz schnell in mir die Erkenntnis gereift, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Dass hier ein neues Kapitel meines Lebens aufgeschlagen wird. Ein neues Kapitel, das mein Leben in einem für mich fremden, neuen Land startet, quasi mit 23 Jahren bei Null. Ja. Und wie das dann losging, das hört ihr jetzt. Das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich nach einer Woche den Reisepass erhalten hatte, etwas Unvorstellbares für die meisten Menschen, die 10, 15 Jahre auf ihre Ausreise warten durften hinter dem eisernen Vorhang. Das Erste, was ich machte, als ich den dann hatte, ich ging an den Hauptbahnhof in Arad und habe dort mir ein Zugticket gekauft. Dieses Zugticket endete jedoch in Wien. Also ich wollte erstmal nach Österreich und von dort hatte ich dann abgesprochen, dass mein Freund in Deutschland. Und ich habe mich entschieden, keine Namen in den aus der ganzen, aus den nächsten drei Kapiteln werde ich Namen einfach weglassen, weil auch in meinem Buch möchte ich dann das aus einer neutralen Beobachterposition erzählen. Also auch dann, wenn meine berufliche Laufbahn Fahrt aufnimmt, werde ich das euch dann so andeuten, dass ihr genau wisst, wo ich war und was ich gemacht habe. Und meine Biografie wird man dann im Index dann natürlich auch noch nachlesen können, wenn ich das Buch dann fertig geschrieben habe. Aber das spare ich mir, damit ich da keine unnötigen Assoziationen bei euch erzeuge. Den Namen, Firmen speziell das ist alles völlig unwichtig. Wichtig ist dein Leben, was du mit dem Geschenk des Lebens anfängst und die Geschichten, die du erlebt hast. Also kaufe ich mir das Zugticket. Ich komme nach Hause, berichte dann meiner Familie, was ich vorhabe, dass ich so schnell wie möglich, mein Zugticket war ausgestellt auf den, also 3 Wochen später, auf den, datiert auf den, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, irgendwo um den 21. Januar, 22. Januar 1990, also zu Beginn eines neuen Jahrzehnts. Den Übergang von 89 auf 90 habe ich als extrem berührend, als extrem intensiv empfunden. Auch die Bilder, die man aus Deutschland sah, mit dem Fall und wo die Menschen auf der Mauer stehen und anfangen, die Mauer aufzulösen. Ganze Segmente werden gekippt. Die Silvesterfeier, die gigantische in Berlin, das war schon sehr rührend. Und natürlich haben wir das jetzt in Rumänien nicht so wahrgenommen, aber das ungarische Fernsehen hat einiges übertragen, so konnten wir das dann sehen. Also, diese 3 Wochen vergingen wie im Flug. Ich habe meine Sachen gepackt, ich habe meine ganzen Papiere, die ich brauchte, habe ich im Original und in Kopien dabei gehabt, habe mir meinen kleinen Trolley-Koffer gepackt und habe mich dann einen Abend vor der Abreise von meiner Familie und von meinen Verwandten verabschiedet.
Zurück blieb meine Mutter, meine Großmutter im Haus allein. Mein Bruder mit seiner Familie, die in Temes war, lebten, also da, wo die Revolution ausbrach. Meine Schwester, die 200 Meter weiter wohnte mit Familie. Und ich bin einfach auf den Zug. Wir haben uns verabschiedet. Auch hochdramatisch. Mein Hund, den ich sehr, sehr geliebt habe, war auch ein sehr guter Freund, hat das gespürt, dass das endgültig ist. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er monatelang nach meiner Abreise zur selben Zeit jeden Abend, meistens um die Zeit, wo ich nach Hause kam, richtig gewimmert hat. Und das ging monatelang. Ja, im Nachhinein war das natürlich für mich auch sehr rührend, das zu hören. Also die Verabschiedung war schon sehr intensiv, auch von Tante, Onkel und alle, die da waren. Und viele waren in Aufbruch. Ich war einer der Ersten. Bin dann in den Zug gestiegen und der Zug fuhr abends um 8 los. Und da wir ganz nahe an der Grenze gelebt haben, also es waren keine 40, 50 Kilometer, ja, 30, war der Zug relativ schnell an der ungarischen Grenze. Und da es Januar war, war er schon dunkel. Ja. Ich stieg in den Zug ein und saß in so einem Sechserabteil. Ganz allein. Es war niemand da. Ich habe meinen Koffer verstaut, atme erstmal durch und war aber innerlich sehr, sehr angespannt. Also ich hatte immer noch Bedenken, dass irgendwo jetzt, bevor dieser Zug über die Grenze rollt, irgendwelche Geheimdienst- oder Armeeeinheiten mich aus dem Zug zerren werden und sagen würden, das war alles, wir haben die Grenze wieder dicht gemacht, wir haben wieder die Kontrolle über das Land und du wanderst jetzt erstmal für 10 Jahre ins Zuchthaus. Das waren so die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Ohne überhaupt es zu bemerken, hat dieser Zug für mich gefühlt den eisernen Vorhang hinter mir zugemacht und ein Kapitel meines Lebens geschlossen. Der Zug fuhr über die Grenze und ich habe es überhaupt nicht bemerkt. Erst als er zu bremsen anfing und ich sah dann ein Ortsschild, der erste Ort in Ungarn hieß Hegesalom. Und ich konnte es nicht fassen, dass ich in Ungarn war. Ich war überwältigt emotional, absolut überwältigt. Und es vergingen keine 5 Minuten. Der Zug stand im ersten Ort in Ungarn. Der ungarische Schaffner kommt, um die Zugtickets zu kontrollieren. Ein großgewachsener Mann, ich habe ihn noch ganz genau vor mir, kommt ins Abteil rein, sagt guten Abend auf Ungarisch, auf Rumänisch. Und dann sage ich auch auf Ungarisch guten Abend. Also guten Tag, glaube ich. Jona Podgivanok. Und er guckt mich an und sagt, wo geht die Reise hin? Und ich sage, nach Wien, raus aus Rumänien. Und er sagt, Gratulation. Ich gebe ihm einen grünen Reisepass. Er stempelt mir diesen ersten Stempel aus dem Ausland in diesen Pass. Und ich denke, oh Gott, das war ja so einfach und so normal, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich konnte es nicht glauben. Der Zug fährt los und ich bin überwältigt von Emotionen, von einer Minute auf die andere, sehr, sehr intensive Emotionen, sehr, sehr glücklich und auch dann traurig wieder, weil ich alles zurückgelassen habe, also meine ganze Familie und alles. Und ja, es vergehen keine weiteren 10 Minuten und ich kriege Gesellschaft. Eine junge Dame kommt in mein Apartment. In mein Abteil, Compartment, wie man so schön sagt, ja, setzt sich zu mir und wir begrüßen uns und ich sage,
Hallo, und sie, ja, wo kommst du her? Ja, ich wohne in München. Und sie war kurz zu Besuch in Rumänien bei ihrer Familie. Und weil ja eben die Mauer gefallen war und offen war, weil sie auch die Chance nutzen wollte und war jetzt wieder schon auf dem Heimweg. Und wir hatten ein wunderbares Gespräch, das irgendwie die Nacht durchging. Es war ja an Schlaf nicht zu denken, ja, wo sie mir schon über ihre ersten Jahre in Deutschland erzählt hat. Und das war sehr, sehr interessant und aufschlussreich für mich in Bezug auf das, was dann auf mich zukam. Am nächsten Tag, mittags, stoppt der Zug in Wien. Ich steige aus dem Zug aus und mein bester Freund und sein Freund, mit dem er sehr, sehr intensiv befreundet war, waren beide da, begrüßen mich. Ich bin total gerührt und die ganzen Eindrücke, die auf mich einprasseln, allein schon im Wiener Hauptbahnhof, das war überwältigend. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, du kommst aus einem Land, das Ende der 80er teils aussah wie heute in Nordkorea. Und dann landest du in Wien, im Hauptbahnhof. Ja. Unfassbar. Beide fragen mich, was willst du als erstes tun? Ja, ich sage, ich will ein bisschen was von Wien sehen. Ich habe tierisch Hunger. Ich habe überhaupt nichts geschlafen. Ich glaube, ich habe 2, 3 Stunden geschlafen in dem Zug. Und dann sage ich, okay, sagen die, was willst du denn essen? Dann sage ich, ja, etwas, was ich sonst nicht kenne oder noch nie gehabt habe. Und dann sage ich, ich würde gerne mal was Asiatisches essen. Ne? Habe ich noch nie gegessen. Ne? Und dann sind wir zu einem Chinesen. Und allein die Gerüche dann von dem Essen und alles, das war schon sehr, sehr intensiv. Also diese ersten neuen Eindrücke, die habe ich so magisch und intensiv über alle Sinne aufnehmen können. Ja. In der Zwischenzeit haben wir dann erfahren, dass man so einfach nicht über die deutsche Grenze kommt. Deutschland hat so viele Menschen dann auch aus der DDR, aus dem Osten aufgenommen, dann in diesen ersten Wochen, dass irgendwo dann auch ein Limit erreicht war. Also eine historische Begebenheit, die sich ja vor kurzem erst wieder wiederholt hat. Nicht so intensiv, aber also nicht so stark von der Menge der Menschen, die dann auch in dem Jahr, im ersten Jahr waren es, glaube ich, 250.000, die da ankamen. Und Deutschland hat dann auch intensive Kontrollen und Grenzkontrollen eingeführt, um diesen Ansturm dann auch bewältigen zu können. Bedeutet, ich musste als erstes nach Salzburg in die Botschaft. Und mir dort einen Stempel abzuholen, damit ich ja, einreisen kann und damit ich dann dort beim Grenzübergang dann weitergeleitet werde an die Einreise- bzw. Einbürgerungsinstitutionen Deutschlands. Ja. Also kamen wir in Salzburg an und dann mein erster Eindruck der Stadt, überwältigend, diese wunderschöne Stadt. Ja. Und dann sah ich schon zum Beispiel mitten in der Nähe, also sehr zentral gelegen, die Botschaft, mitten im Zentrum von Salzburg. Und dann ein Mercedes-Händler mit dem damals nagelneuen SL im Schaufenster. Ich stand, glaube ich, eine halbe Stunde vor diesem Auto. Wenn ich zurückdenke, was Rumänien dann in Rumänien konntest du dir Dacias kaufen. Das war ein Renault 13, glaube ich, der 30, 40 Jahre lang nachgebaut wurde. Ne? Heute sind die Dacias ja wieder angesagt, ne? Aber auch unter Regie von Renault. Und ich bewunderte dieses Werk und dachte mir, das ist es, ja. Das macht einen Großteil von dessen, was die Wirtschaftskraft und Wirtschaftspower Deutschlands ausmacht. Hier steht es in dem Schaufenster. Ja. Sehr intensiv diese ersten Momente. Ich verbrachte dann eine Woche außerhalb von Salzburg auf einen typisch österreichischen, wunderschönen Bauernhof, der mich sehr günstig dort übernachten ließ. Für keine Ahnung, was das, glaube ich, waren es 20 Mark pro Nacht. Ne? Wunderschön, so ein Holzbauernhaus mit diesem wunderbaren Balkon.
Mit Blumen und also riesig. Und dann wachst du morgens auf und du bekommst deine Brötchen und ein Frühstück. Und dann hatte ich dort einen Stapel Geo und PM-Magazine. Ich glaube, ich habe in der Woche die alle durchgelesen. Wunderschön. Ja. Und eine Woche später habe ich endlich den Stempel und dann geht's ab nach Deutschland. So, in Deutschland. Die Fahrt dann nach Bayern rein, in dem Honda Civic auf der Rückbank. Das war mir völlig egal. Ich war dann da, ja. Und dann dieses Gefühl, da anzukommen, das war wirklich so intensiv, so überwältigend, dass ich mehrfach lachte und weinen musste. An den ersten beiden Tagen. Geht mir jetzt, wenn ich emotional zurückblicke, genau, immer noch so. Und dann die Ankunft in Nürnberg. Also die Fahrt ging dann nach Nürnberg, denn in Nürnberg ist das zentrale Aufnahmelager für Aussiedler oder Spätaussiedler. Und wie ihr wisst, er ist in unserer Verfassung verankert. Seit der Gründung der Bundesrepublik, dass alle Deutschstämmigen weltweit nach Deutschland zurückwandern können. Das ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges so in der ersten Verfassung, in einem der ersten Artikel festgelegt worden, weil Deutschland über 10 Millionen Menschen durch den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Und so viele sind auch nicht zurückgewandert in der ganzen Zeit. Aber aus den 500.000 Deutschstämmigen, die im Banat und in Siebenbürgen in Rumänien, die Sachsen, gelebt haben, da sind jetzt vielleicht noch 5 bis 10% dort geblieben. Und die 450.000, die sind dann zurückgesiedelt nach dem Krieg, beziehungsweise bis Anfang der 90er. Dann ist das wieder versiegt, weil in den ersten 2, 3 Jahren der 90er Jahre sind dann die letzten auch noch zurückgesiedelt nach Deutschland und einer von denen war dann ich. Dann die Ankunft in Nürnberg und dann dort das ehemalige Max-Grundig-Gebäude ist das zentrale Aufnahmelager. Bin mir nicht bewusst, ob das heute noch so ist. Damals war das so. Ein, keine Ahnung, mehrstöckiges, großes Gebäude, völlig überlaufen an der Zeit, wo ich dann ankam. Und schon am ersten Tag sagt man mir, wir müssen woanders hin, weil das Lager hier keine Kapazität mehr hat. Und ich wurde dann 2, 3 Tage später per Bus dann nach Osnabrück befördert. Weil dort eine ehemalige Militärkaserne der amerikanischen Streitkräfte geöffnet wurde, um dann eben diese Flüchtlingswelle auch aufnehmen zu können, beziehungsweise dann die Papiere und alles zu überprüfen und die Leute dann, ja, je nachdem, wo sie dann unterkommen können, entweder in ein Heim, in ein Flüchtlingsheim oder ein Aussiedlerheim, wie die Heime halt hießen. Dort einen Platz zu finden oder bei Verwandten und Freunden und Bekannten, wenn die denn Unterkunft bieten. Also das war einem dann freigestellt. Da ich euch ja immer aus einer Beobachterposition erzähle, kann ich euch gleich sagen, dieses Emotionale war so stark in diesen ersten Tagen, aber auch schon teils ein bisschen nachdenkliche. Ja, du kommst in den Nürnberg an und du wirst eingegliedert oder beziehungsweise zum ersten Mal erfasst auf dem ehemaligen Max-Grundig-Werksgelände und keine 500 Meter weiter. Du gehst raus, ich bin am nächsten Tag spazieren gegangen, stehe ich auf einem Platz und ich denke, Alter, was ist denn hier los? Findet Deutschland keinen anderen Platz als den. Also uns in dieses Gebäude zu stecken, gibt es keine andere Möglichkeit. Menschen, die wieder in Deutschland eingegliedert werden wollen, als in Nürnberg, 500 Meter vom gigantischen Paradeplatz der Nazis. Du läufst dann da runter und denkst, ah, ist eine Parkanlage hier, und dann stehst du plötzlich und jeder kennt das aus den Geschichtsbüchern und aus den ganzen Dokus.
Du stehst auf diesem Platz und bist völlig erschlagen von den Dimensionen und kannst dir genau vorstellen, wie dieser Platz dort verwendet wurde für die Aufmärsche und die Propaganda. Du hast das ja alles auch in irgendwelchen Dokumentationen gesehen. Das hat mich dann auch gleich wieder nachdenklich gestimmt, wo ich dann sage, kann man denn wirklich nach all dieser Geschichte, die wir erlebt haben, keinen besseren Platz finden irgendwo in Deutschland, wo man ein zentrales Erfassungssystem aufbaut? Muss es gerade dort sein? Ja, das war schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ich bin dann auch über diesen Platz gelaufen und bin dann auch auf diese Tribüne, von wo der Führer dann zum Volk gesprochen hat, und habe mir das mal so auf mich wirken lassen. Und ja, es ist immer noch bedrückend, immer noch die Energie des Platzes sehr merkwürdig. Ne? Ja. Also, ein Tag in Nürnberg, am zweiten Tag geht's auf den Bus und ab nach Osnabrück. So, ich hatte ein Büchlein dabei mit den Telefonnummern meiner Freunde. Mein bester Freund lebte im Badischen hier, wo ich jetzt lebe, in Rastatt. Aber mich verschlägt das zum ersten Mal in den Norden nach Osnabrück. Und ich werde dort dann sozusagen mit allen Daten erfasst. Ich hatte also meine ganzen Dokumente bei mir. Und auch hier geht es dann schon mal ganz interessant los. Wir waren dann, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Menschen in dieser Militärkaserne der ehemaligen amerikanischen Streitkräfte, die dort stationiert waren. Und es ging relativ zügig. Also die Bearbeitung der Papiere war also eine Woche. Aber am zweiten Tag, als ich dort war, ja, werde ich dann zu zwei Herren geladen, wo ich dann schon denke, oh, zwei Herren im Anzug, die da vor mir sitzen, mal gucken, was die jetzt von mir wollen, ja. Und dann kamen, also ich habe natürlich meine Papiere am Tag vorher schon die Kopien abgegeben gehabt und ich hatte alles, ich war wirklich gut vorbereitet. Also ich hatte meine Geburtsurkunde, meine rumänische Geburtsurkunde, die übersetzt war. Ich hatte meine Geburtsurkunde von der katholischen Kirche. Ich hatte Taufe, alle Geburtsurkunden meiner Großeltern und meiner Eltern auf Rumänisch übersetzt, beglaubigt. Dann alle Unterlagen auch nochmal in Deutsch von der katholischen Kirche, weil, ah ja, da die Katholiken, die haben ja alles natürlich wunderbar dokumentiert, bis Stammbücher bis 1700 zurück. Ne? Okay, und habe das alles abgegeben und dann komme ich dann da rein. Also es geht einfach darum, noch ein paar Fragen zu beantworten. Und dann ging dieses Gespräch dann schon so relativ merkwürdig los. So, ja, wo waren Sie auf der Schule? Und so nach der dritten, vierten Frage kam dann eine Frage, wo ich dann auch dachte, was soll das jetzt? Ne? Und kam dann die Frage, wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Da sage ich, Entschuldigung, können wir mal kurz in meine Unterlagen reingucken? Würden Sie mir bitte sagen, in welcher Sprache ich mit Ihnen sprechen sollte, wenn mein Geburtsname Horst Michael Keller, Sohn von Michael Keller und Theresia Keller, auf Deutsch, meine katholische Urkunde, wenn Sie, Geburtsurkunde, wenn Sie da reingucken, ja, soll ich mit Ihnen Russisch reden oder Rumänisch? Ja, das war schon so eine sehr, sehr merkwürdige, also da war ich auch irgendwo bestürzt, weil wir wirklich das Deutschtum, das Brauchtum unser Leben lang gelebt haben, ne? Mit allem drum und dran, kirchlich, schulisch, mit allem. Und dann dachte ich mir, ist das hier nicht bekannt in Deutschland? Dass wir dort wirklich als Minderheit voll integriert waren und wirklich leben durften. Ich habe Rumänisch auf der Schule gelernt, ab der ersten Klasse dann als Fremdsprache. Und wir hatten in unserem Dorf nach dem Krieg ein paar hundert Rumänen und mehrere 7.000, 8.000 Deutsche. Also wieso soll ich nicht Deutsch reden? Ne? Und dann so eine der dritten, vierten Fragen war dann, wo haben Sie gedient, in welcher Einheit und so. Und ich dann, was soll das überhaupt jetzt? Und dann kam schon in mir so dieses Gefühl hoch, okay, hier ist irgendwas faul, hier stimmt irgendwas nicht, ich wäre hier verhört. Das war nämlich wie ein Verhör, zwar sehr geschickt getarnt, aber ich bin in Rumänien von ganz anderen
Typen verhört worden, ne? Von Securitate, vom Geheimdienst, und zwar jeden Monat, als ich im Wehrdienst dort war. Wo kam der Brief her? Warum hast du das bekommen? Warum schickt der dir diese Musik? Und lauter Schwachsinn. Ne? Und dann sage ich zu den beiden so, meine Herren, wenn Sie jetzt keine vernünftigen Fragen mehr an mich haben oder es nicht darum geht, dass meine Papiere hier aufgenommen werden, meine Daten verarbeitet werden, dann würde ich jetzt gerne das Gespräch beenden. Und ich war nach 10 Minuten draußen. Ja. Aber andere Leute, die waren dort 1, 2, 3 Stunden drin, ja, die das vielleicht nicht so gefühlt haben, gespürt haben oder das Wissen nicht hatten und dann dachten, ja, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt alles hier erzählen, ja, im Detail. Nee, musst du nicht. Es ist dein Leben, ja. Was du mit deinem Leben anmachst, geht niemand was an. Niemand. Das steht laut Gesetz, sind wir alle gleich. Ja. Und das stand auch in der rumänischen Verfassung. Das steht in der Magna Carta. Das steht in der amerikanischen Verfassung. Ja. All humans have the same rights. The pursuit of happiness and the right to do with their life whatever they want. Ja, du hast das Recht, mit deinem Leben zu machen, was du möchtest. Ja. Und das war mir in dem mit meinen damals 23 Jahren schon, 22 war ich, 22,5, schon kristallklar, dass da keiner mehr Zugriff auf mich hat. Ja. Dass ich das niemand mehr erlauben werde, nach dem, was ich erlebt habe in dem Land. Ja. Und das ist auch so eine meiner Stories, die ich als sehr wichtig betrachte für jeden von euch. Für jeden, der hier zuguckt, ist: Du bist als Mensch, als Individuum geboren und du gehst auch wieder allein. Und dazwischen gehört dieses Geschenk des Lebens dir. Wie du dich entscheidest, was du damit machst, das ist deine ganz, ganz eigene Lebensgeschichte. Es wäre ja doch gut für dich als Mensch, dich an Werte zu halten. Nicht an natürlich. Gesetze wurden geschaffen, damit wir Menschen aufhören zu plündern, zu rauben, zu brandschatzen und, wie die Geschichte gezeigt hat, Dinge zu tun, weil wir übervorteilt, weil wir geknechtet, weil wir im Laufe der Jahrtausende von denen, die viel angesammelt hatten, weil sie eben auf ihre Art und Weise andere dominiert und unterdrückt haben, ja. Und diese Dominanz und Unterdrückung über die Jahrtausende ausgelebt wurde und jetzt gipfelt in Demokratien, in denen Menschen, absolute Egomanen, an die Spitze gespült werden, weltweit wieder. Ist immer eine Wellenbewegung. Ja. Auch das wird wieder eine andere Energie auslösen, in die andere Richtung. Aber das hat doch das darf doch nicht mein Leben dominieren. Darum geht's. Also nach dieser Story dort in Osnabrück, 3 Tage später hatte ich dann, das war dann auch beendet mit irgendwelchen komischen Fragen, wie ich das so gefühlt hatte, hatte ich dann meinen vertriebenen Ausweis. Also das war kein, den richtigen Ausweis bekommst du erst Monate, halbes Jahr später. Mit dem vertriebenen Ausweis konntest du dich dann frei in der Bundesrepublik bewegen. Und der war dann genauso gültig wie ein normaler Personalausweis. Und dann hieß es, ja, Herr Keller, wo gehen Sie hin? Brauchen Sie Unterkunft? Und ich, nein, denn ich hatte in der Zwischenzeit mehrere Telefonate geführt und hatte mich entschieden, als erstes Nordrhein-Westfalen zu besuchen. Ja. Denn dort hatte ich den Bassisten meiner ersten Band, der dort lebte, in Ratingen. Ja. Und 2 Tage später kam ich dann dort an. Der erste Tag in Köln war auch wieder überwältigend, den Dom zu sehen, dieses unfassbare Meisterwerk gotischer Baukunst.
Dann die Kölner. Ich wurde gleich am ersten Abend auf eine Feier eingeladen und hatte wunderbare Gespräche mit den Leuten dort. Das Interessante war nur, als ich am nächsten Tag einen von denen traf, mit dem ich mich vorher 3, 4 Stunden unterhalten hatte, der konnte sich gar nicht mehr an mich erinnern. War auch mit einer der Gründe, warum ich dann nicht in der Region ansässig wurde. Ich wollte auf jeden Fall dann runter ins Badische nach Rastatt, um dort meinen besten Freund zu besuchen, weil er hat gesagt, bevor du dich entscheidest, irgendwo ansässig oder dich für die erste Zeit niederzulassen, komm hierher, fühl unser Klima, fühl dich hier rein in die Menschen und du kannst für die ersten Wochen bei mir unterkommen. Und das war dann auch so. Also, ich gehe jetzt mal dann im ersten Jahr. Ich war einen Monat in Ratingen, komme dann runter nach Rastatt. Irgendwann Ende Februar, es ist schon März, glaube ich, des Jahres 1990. Klar, was war in dem Jahr an, wenn ich da jetzt in die Charts reingucke, ja, was war denn da? Nothing compares to you. Natürlich die Scorpions mit Winds of Change, ganz, ganz weit vorne, ja. Dann verdammt, ich lieb dich. Da kommt noch eine Geschichte auf euch zu, die sehr, sehr unterhaltsam ist mit diesem Lied. Kingston Town. I promised myself. Roxette. Roxette war auf dem absoluten Höhenflug. Ne? It must have been love. Phil Collins, Another Day in Paradise. Oh, kann ich mich an diese ganzen Lieder erinnern. Herbert Grönemeyer. Was haben wir dann noch hier? Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Super. Ja. Also, das waren die Hits des Jahres. Und geschichtlich, was passiert denn da in dem Jahr? Formel 1 Weltmeister Ayrton Senna und Deutschland wird Fußballweltmeister. Kann ich mich so gut daran erinnern, wie faszinierend das war, vor dem Bildschirm zu sitzen und diese gemischte Mannschaft aus Matthias Sammer aus Ost und West zu beobachten und dass die dann gewinnen. Diese Energie dieser Wiedervereinigung hat diese Mannschaft gepusht und dann einen Beckenbauer zu hören im Nachhinein im Interview mit dem Satz, uns wird diese Dekade gehört uns, es wird ganz schwer sein, uns zu schlagen, was sich natürlich als völlig falsch herausgestellt hat in der Hybris dieses Weltmeisterschaftstitels. Aber ja, war für uns sehr, sehr ja, bezeichnend auch für wie das Deutschland gehandhabt hat und wie dieses Jahr, ihr müsst euch mal vorstellen, die Wiedervereinigung ist ohne einen Schuss, ohne dass irgendwo ein Schuss gefallen ist, kam es zu der Wiedervereinigung der beiden deutschen Länder. Das ist unvorstellbar, was da für eine Energie freigesetzt wurde, für eine Power, für eine Macht dahinter steckt, die Macht des Volkes. Das war kein dummer Spruch mit Wir sind das Volk, das war es. Ja. Aber wo ist diese Energie geblieben? Was ist los? Was ist los in der Welt? Ja. Warum lassen wir uns das bieten, dass Demagogen, Diktatoren wieder das Sagen haben? Das ist unvorstellbar, ja. Dass die Menschen, die das Megafon in der Hand haben, die Schlagzeilen weltweit dominieren. Ja. Und dass die Menschlichkeit ja gefühlt für die meisten auf der Strecke bleibt. Ja. Also 1990 geht dann so los. Ich tauche hier auf im Badischen und gleich mein erstes Erlebnis, gleich die ersten Stories, sehr, sehr interessant. Ja. Ich komme aufs Arbeitsamt im März, melde mich hier in Rastatt an, dass ich hier jetzt übergangsweise lebe und wohne. Und dann mein erster Besuch auf dem Arbeitsamt. Damals hieß es noch so, nicht Bundesagentur für Arbeit, war der erste und auch der letzte. Also ich war bis heute nie wieder in diesem Amt.
Es war sehr aufschlussreich. Ne? Der Besuch dann, ich musste dann diesen klassischen Zettel ziehen, durfte dann vorsprechen und dann saß da eine junge Dame vor mir und es dauerte keine 5 Minuten. Wir waren in einem sehr freundlichen Gespräch und dann hieß es, ja, was können Sie denn so beruflich? Und dann sage ich, ich bin ein Musiker. Ja? Also ich habe die letzten Jahre Musik gemacht, davon konnte ich leben, also professionell, ich habe ein Diplom, ich bin geprüft. Und das hat bei ihr wirklich zu einem kleinen Lachanfall geführt. Ne? Und ich dachte mir schon, okay, was ist jetzt los? Dann sagt sie, ja, nee, als Musiker, ich kann Ihnen nichts anbieten. Na, haben Sie sonst noch eine Qualifikation? Sage ich, ja, ich habe zwangsweise durch das Schulsystem den Beruf des Schlossers lernen müssen. Ah, Schlosser, super, da kann ich eventuell etwas für Sie finden. Ne? Habe aber von dem Arbeitsamt dann in den 90, im 90er, im 1990 nichts mehr gehört. Ne? Also das war dann mein Besuch. Sie meinte auch noch, gehen Sie doch hier am Arbeitsamt einfach über die Straße. Da wohnt einer der bekanntesten Manager der Musikindustrie. Klingeln Sie bei denen, vielleicht hat er einen Job für Sie. Oder vielleicht finden Sie was beim Südwestfunk. Also, aber auch das sind Geschichten, die dann ineinander greifen, ja, die sehr, sehr interessant sind. Weil alles, wirklich, alles, was du erlebst, alles fühlt sich oft an, als ob es vorgeskriptet wäre. Und wenn du genau hinhörst, was Menschen dir erzählen, wenn du genau aufmerksam beobachtest, was du mit den Menschen erlebst, dann wirst du feststellen, dass es mehr gibt wie deine 5 Sinne. Es gibt eine Ebene, eine nonverbale Ebene, auf der wir miteinander alle verbunden sind. Eine Ebene, auf der Dinge stattfinden, die man Intuition nennt. Bauchgefühl, Dinge, die später dann plötzlich da sind, wo du dich zurückerinnerst 3 Jahre vorher und du sagst, hallo, das war doch kein Zufall, dass die mich da zu diesem Typen schicken wollte, wenn ich dann 3 Jahre später tatsächlich bei ihm in seiner Villa stehe und gebucht werde. Ha! So hängt alles mit. Alles, was du erlebst, jeder Mensch, der dir begegnet, ist Teil deiner Story, Teil deines Lebens. Und von jedem kannst du lernen. Absolut von jedem. Jeder, der hier zuguckt und der mir dann was schreibt, von dem lerne ich. Wir sind miteinander alle auf einer Ebene verbunden. Das ist absolut wahr. Also ich gehe dann raus aus dem Arbeitsamt und denke mir, okay, wenn du jetzt wirklich was machen willst, dann musst du dein jetzt in die Gänge kommen, das bringt hier nichts zu warten, weil es wird hier nichts kommen. Und also, was machst du dann? Du wälzt jede Woche die Zeitung, die Wochenzeitung, um zu sehen, gibt es Angebote? Sucht jemand nach einem Musiker? Du fragst, gibt es hier einen Musikladen, in dem ich was aushängen kann oder wo ich nachfragen kann? Es war eine Zeit ohne Internet 1990, da war alles noch analog. Ja? Da musstest du dich bewegen. Und einer meiner besten Freunde, jetzt wirklich sehr süße Geschichte, er ist einer der besten Notisten überhaupt, die ich kenne, hat schon in der Carnegie Hall gespielt, sagt dann zu mir: So, Horst, jetzt bist du hier, jetzt gucken wir uns mal die Bands hier an. Ja? Es war Fasching, ja? Fasnachtszeit. Dann sage ich, okay, lass uns mal die Top-Bands hier angucken, ich freue mich. Ja. Und dann hat er mich am ersten Abend zu einer Coverband gebracht, die hier in der Region sehr, sehr bekannt war. Und ich sage dann zu ihm nach einer halben Stunde, was machen die da oben? Spielen die live? Weil ich mich wunderte, dass da so ein brachial geiler Sound von der Bühne runterkam. Und dann sage ich, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich nur die Gitarre irgendwie ein bisschen live dazu spielt. Dann sagt er, nee, die spielen die aktuellen Chart-Hits und die verwenden einen Sequencer und was weiß ich, was die alles verwenden. Später habe ich mitbekommen, dass teilweise sogar die CD lief im Hintergrund, wenn die Bands auftraten. Das hat mich dann schon irgendwo bestürzt. Ne? Ich gucke mir noch 2, 3 Bands an, Anfang der 90er und denke, hallo, das kenne ich nicht. Ja, da wo ich herkam, hat man alles per Hand, alles live gespielt. Ja. Und Sequenzen und das Ganze, was da im Hintergrund lief, das war mir fremd. Ne. Also haben die Bands mich hier Anfang der 90er, bis auf die ein oder andere Band, die wirklich live gespielt hat,
mich also wenig beeindruckt. Es hat mich sogar verwundert, dass man damit Erfolg haben kann und richtig Geld verdienen kann. Oh, was da noch alles auf mich zukam. Wo ich dann Jahre später dann auch viel unterwegs war, auch im Fernsehen als Begleitband von dem einen oder anderen sehr bekannten Musiker. Ja, da war alles Vollplayback. Alles, bis auf die Ansage des Moderators. Ich kann mich erinnern, in den 90ern war mal, nachdem Freddie Mercury gestorben ist, Brian May eingeladen, bei Wetten, dass zu spielen. Und dann, als die dann in Mainz ankamen, hatte er seine Band dabei. Und die bauen dann auf und Technik und wollen anfangen zu proben. Und dann sagen die Verantwortlichen von ZDF, halt, hier bei Wetten, das brauchen Sie nicht. Wir machen hier Playback. Und eine Stunde später ist Brian May abgereist. Das war für ihn unvorstellbar auch, ne, dass man da alles mit Playback spielt. Aber ja, das ist die Realität. Heute hat sich's ein bisschen geändert. Mittlerweile gibt es wieder Live-Shows, wo wirklich, wie Sing My Song, wo live eine Band im Hintergrund spielt oder bei The Voice. Das ist eine feine Sache. Das finde ich richtig gut. Oder auch dann die ein oder andere Band, die dann im Fernsehen, wie bei Raab zum Beispiel, die Begleitband, das war dann schon okay. Aber ansonsten, was wir live geboten bekommen heutzutage, das ist schon sehr, sehr dürftig. Wir haben heute, allein im Südwesten, haben wir 6 Kochsendungen und die bekannteste Musiksendung, die es hier im Süden gab, ohne Filter, die wurde wegen für eine Kochsendung eingestellt. Okay, ohne Filter hatte 500.000 Zuschauer, weil sie nachts um 11 Uhr ausgestrahlt wurde, damals in den 90ern. Ja, aber ich habe dort Michael Landau, ich habe Gary Moore, ich habe den Toto gesehen, also nicht Toto, das war Los Lobotomies mit Steve Lukather. Und später war ich dann in L.A. im Baked Potato und nach einem Konzert von Michael Landau, wow, ja, rede ich mit ihm und dann sagt er, why did they cancel the show? Also du bist in Los Angeles und musst dir von einem der besten Gitarristen der Welt anhören, warum haben die Sendung ohne Filter eingestellt? Ja. Es gab nur ohne Filter und den Rockpalast. Ja. Wie kann man sowas machen? Wieso haben wir 30 Kochsendungen im Fernsehen? Ja, das regt mich jedes Mal auf. Ja. Und keine richtig vernünftige Live-Show, obwohl wir GEZ-Gebühren bezahlen. Ne? Ah, nur so ein kleiner Sprung am Rande. Ja. Und warum so viel über den Staat? Weil das sehr prägend ist, was ich euch jetzt hier erzähle, was dann sich weiter bei mir so entwickelt hat. Okay? Und dann, ich sehe, ich bekomme also vom Arbeitsamt kommt nichts. Also self-actualizing people, Menschen, die sich selbst aktualisieren, die versuchen dann alles. Ja, also sage ich, okay, wo kann ich unterkommen? Ich sehe dann in der Zeitung immer wieder Anzeigen von einer Firma, die hieß Time Works. Das waren so die ersten Zeitarbeitsfirmen dann, die da aufkamen in den 90ern. Und ja, also Telefon angerufen, ich suche Arbeit, kann ich vorbeikommen? Ja, gleichen Termin am Montag. Stehe dann morgens um 10 in dieser Büro bei der Firma und dann sagt die mir, was machen Sie so? Und ich wusste schon, über Musik brauche ich gar nicht reden. Sag ich, habe eine Schlosserausbildung, ja, zwangsweise, ja, sagt sie, Schlosser, super. Also wir finden was für Sie. Dann guckt sie in ihren Unterlagen, sagt sie, okay, Sie können morgen anfangen. Und ich, wie bitte? Das ist ja geil. Bei dieser Elektrofirma, die suchen noch Kräfte, um auf dem Bau zu arbeiten. Wäre das was für Sie? Sag ich, ja, ich nehme jeden Job an, gerne. Ja. Und dann habe ich mit ihr noch verhandelt. Also sie wollten mir, glaube ich, 18 Mark damals die Stunde bezahlen für diesen Knochenjob. Und ich habe sie dann auf 22 hochgehandelt. Das war ordentlich, das war cool. Also ich war sehr zufrieden damit. Ja. Am nächsten Tag stelle ich mich bei der Firma vor, und euch ist ja schon klar, was so ein unqualifizierter mit einer Ausbildung aus Rumänien hier für einen Job bekommt. Ich musste das auf dem Bau machen, was keiner machen wollte, nämlich mit der Hilti die Löcher bohren in der Betondecke, um Licht, ja, um die Lampen zu platzieren und dann die Kanäle mit der zweiblättrigen Diamantsäge an der Decke schneiden oder an den Wänden. Also die härteste Arbeit, die du dir vorstellen kannst. Aber ich hatte Arbeit
Und nach dem ersten Monat hatte ich irgendwie unfassbare 1500 Mark netto auf dem Konto. Das ist unfassbar. Ich war happy. Ja. Denn als ich ankam, ich hatte ja nichts. Ich hatte einen Koffer mit Klamotten, den habe ich nach ein paar Wochen weggeschmissen, weil ich halt einfach Old Style und altbacken aussah und habe mir mit dem ersten Geld die ersten Klamotten gekauft. Ne? Irgendwas Normales halt. Ne? Und ja, Geld als Spätaussiedler bekommst du die ersten 6 Monate ein sogenanntes Einbürgerungsgeld. Das waren irgendwas um die 550 Mark im Monat. Das war für mich absolut cool und ausreichend. Ich bin dann, nachdem ich mehrere Wochen bei meinem Freund gewohnt habe, ja schon gemerkt, okay, das Ganze, da musste ich jetzt mal umgucken. Dann habe ich über entfernte Verwandte irgendwo dann ein kleines Zimmer im Keller des Hauses bekommen hier in Rastatt und habe dann dort für die nächsten Monate gewohnt. Das war super. Ja? Und habe dann so einen kleinen Obolus an Miete bezahlt für meine Unterkunft. Ja? Und dann beginne ich also Mitte des Jahres. Ach ja, übrigens, nachdem ich mir die Bands angeguckt habe, sagt mein Freund zu mir, ich habe hier einen jungen Kerl, der ist 18, im Nachbarort, der gründet gerade eine Band, hast du Lust da mitzumachen? Der schreibt eigene Lieder. Sag ich, ja, cool, ich will eine Band, ich will sofort spielen. Also habe ich dann dort mitgemacht. Und im Laufe des Jahres, also meine Arbeit auf dem Bau war natürlich knochenhart und ich wusste schon nach ein paar Monaten, das kannst du nicht vereinbaren mit deinem Wunsch, auch wieder Musik zu machen. Du musst dich nach etwas umgucken, was irgendwo nicht so sehr auf deine Hände geht. Ja, und so ergibt sich dann, du bist auf der Suche, du hast den Willen, was zu tun, dann gehen alle Türen auf. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Du musst fragen, du musst wollen, du musst willens sein, die Energie ausstrahlen und dann wollen die Menschen mit dir zusammenarbeiten. Es ist ein ganz klares, einfaches Rezept. Es ist egal, was du machst, du musst es wollen, du musst wirklich wollen und dann sind alle Türen für dich offen und hartnäckig sein. Ja. Also, wie geht's dann los? Ich lese jede Woche die Zeitung und sehe dann ein Inserat. Band sucht Bassisten und Gitarristen zur Neugründung einer Pop-Rock-Coverband mit einem Sänger, der die Rudi Carrell Show gewonnen hat. Ja, das war so die Show damals Ende 80er, Anfang 90er in Deutschland. Und in der Rudi Carrell Show durften Talente zum ersten Mal ihre Idole nachsingen und das Publikum stimmte ab. Und da war halt ein Sänger, der hat Howard Carpendale nachgesungen. Und hat mit 98 von 100% gewonnen. Also die Höchstwertung aller Zeiten. So gut, dass du die Augen schließen konntest und es klang wirklich zu 100% echt. Und der konnte auch andere, der konnte auch Elvis, Elton John und so singen. Das war schon unglaublich. Und der hat dann mit Musikern aus der Region eine neue Band gegründet. Und ja, was mache ich? Ich sehe die Anzeigen der Zeitung, Telefon in die Hand, anrufen und los geht's. Ja, das nimmt jemand ab und sagt, okay, hallo. Sag ich, ja, ich habe das Inserat gelesen in der Zeitung. Sekunde, Schluck Wasser. Und ich spiele Gitarre. Dann sagt er, ja, Moment, den Gitarristen haben wir schon. Ich sage, ja, ist kein Problem, ich spiele auch Bass. Ja gut, dann komm doch bitte am Donnerstag da und dahin, bring deinen Bass mit und bereite diese drei Lieder mal vor, die wollen wir proben. Die Lieder waren, so und jetzt gehe ich zurück in die Charts des Jahres 1990. Also, Verdammt, ich lieb dich, Matthias Reim, UB40 Kingston Town und lass mich nochmal genau gucken. Phil Collins, Another Day in Paradise. Diese drei Lieder wurde mir gesagt, soll ich vorbereiten für den Donnerstag. Okay, sagte ich mir, das bekomme ich hin. Aber ja, ich hatte keinen Bass und ich hatte keinen Bassverstärker und habe auch noch nie in meinem Leben Bassgitarre gespielt. Aber ich wollte unbedingt eine Band.
Und jemand, der Gitarre spielt, ja, zu dem Zeitpunkt waren es etwa 10 Jahre, die ich auf dem Buckel hatte, der wusste nicht, ich hatte schon ab und zu mal einen Bass in der Hand, ne? Der wusste schon, wie ein Bass zu klingen hat und wie man den spielt. Ja. Also bin ich zu meinem Freund, der Monster-Notist, der auf dem Bass und auf der Tuba alles spielen kann, sagt, du, ich leih mir mal bitte deinen Bass aus, ich habe ein Vorspiel. Er sagt, was? Du willst Bass spielen? Dann sage ich, ja, ich will unbedingt in die Band und es ist mir egal, ob Bass oder Gitarre. Ne? Ich dachte mir noch dann, komm, übe auch die Gitarrenparts. Zum Beispiel, verdammt, ich lieb dich, ist ein relativ cooles Gitarrensolo. Also habe ich mich hingesetzt, habe auch die Gitarrenparts gelernt, habe mir alles rausgeschrieben und fahre dann Donnerstag dahin, tauche dann mit meinem kleinen Bass-Combo auf. Ich glaube, es war ein Trace Elliot, wenn ich mich noch erinnern kann. Und ich hatte einen Fender Precision Bass in der Hand, kam dann dort an, lernte dann die Jungs kennen, waren alle sehr freundlich und nett. Und dann ging es los und wir starteten mit, verdammt, ich liebe, das war wirklich der Monster-Hit des Jahres, okay? Der lief rauf und runter. Ich glaube, wir haben an dem Tag auch noch Wind of Change geprobt. Kann mich da jetzt nicht mehr so genau erinnern. Aber der Gitarrist, der da war, der hatte, okay, bitte, Notenfraktion, nimmt mir das jetzt nicht krumm, was ich wieder erzähle. Ja? Ich habe den höchsten Respekt vor den Menschen, die wirklich Gitarre und alles, was dranhängt, auf Noten spielen können. Ich bin einer, der das rudimentär kann. Ich kann Tabulatur sehr gut lesen, ich kann die rhythmische Unterteilung, ich kann Liedsheets lesen. Das habe ich mir angeeignet. Und ich bin halt sehr, sehr aus der Praxis. Und ja, der Gitarrist, es ging dann zum Gitarrensolo, gurkt sich da einen und der hatte wirklich studiert, in Freiburg studiert, hat ein Buch geschrieben und ja, man hätte ihn auch Professor nennen können. Der hat wirklich ein Gitarrenbuch schon auf dem Markt gehabt. Und der guckt sich da einen beim Solo zu, verdammt, ich lieb dich, runter und ich sag dann, Mensch, gib mir mal die Gitarre. Ne? Hab dann das Gitarrensolo gespielt und er guckt mich an und sagt, Horst, spiel doch du Gitarre, ich spiel Bass. Und das waren also praktisch eine Stunde meiner ersten richtigen Bandprobe, wo es dann klar wurde, das ging ganz schnell, du bist der Gitarrist, ich spiel Bass, alles cool. Und dann haben wir 3 Monate geprobt. Wirklich, weil wir hatten einen sehr gut bezahlten Silvester-Auftritt. Ich glaube, es war irgendwo bei Nürnberg. Ja? Nürnberg wieder. Ja? Und das war wirklich krass. Also, du musst dir vorstellen, du hast einen Sänger, der Howard Carpendale in Perfektion imitieren kann. Howard Carpendale war in der Zeit 2, 3 Jahre hat also zwischen seinen Konzerten immer 2, 3 Jahre Pause gemacht, bevor er wieder nach Deutschland auf Tour kam. Und in diese Lücke springt er dann rein mit uns als Begleitband. Und die ganzen Hardcore-Fans von Carpendale tauchen dann in diesen Konzerten auf. Da habe ich dann auch mal einen Lärmpegel erfahren, der mir unbekannt war. Ne? Aber ja. Das erste Silvesterkonzert war ein voller Erfolg. Die Buchung der Band geht exponentiell nach oben. Und im Jahre 91 ging es musikmäßig schon richtig zur Sache. Also ich glaube, da habe ich dann schon meine 40, 50 Auftritte gespielt. Und das war schon sehr, sehr cool. Dann Ende 1990 sagt dann, und so entstehen diese Verbindungen, sagt dann die Mutter eines Bandkollegen zu mir, hör zu, hier in Rastatt, in Rastatt war damals ein Werk eines bekanntesten Automobilradiohersteller Deutschlands. Ja. Diese Autoradios, die waren in Mercedes, in BMWs, also in den Topmodellen, kann man ja sagen, Becker Autoradio, ne? Ist ja kein Geheimnis, ne? Und dort wird eine Stelle im Lager frei, bewirb dich doch bitte. Ja. Und ich hatte jetzt schon 6 Monate Bau hinter mir, dann im Winter war das natürlich auch kalt und sehr hart für die Hände. Ja, und dann immer das Üben. Ich musste also eine Stunde mich warm spielen, damit ich überhaupt zurechtkomme auf dem Instrument. Ne.
Und ich dann gleich dort angerufen, gleich hin am nächsten Tag mich vorgestellt. Es waren mehrere Bewerber auf die Stelle. Und ja, ich habe die Stelle bekommen, weil ich eben sie auch wirklich wollte. Also letztendlich war dann auch sogar der Verdienst einen Tick besser wie in der Zeitarbeitsfirma. Ich bin dann, ja, eine Woche später habe ich dann der Firma, für die ich dann gearbeitet habe, dann Bescheid gesagt. Und bis heute habe ich ein gutes Verhältnis zu dieser Firma. Auch Jahre später, wenn ich den Chef als unterwegs noch bei meinen Auftritten getroffen habe, haben wir uns sehr gefreut, uns zu sehen. Und er hat auch gesagt: Mensch, bleib doch bei uns, wir brauchen dich und du machst gute Arbeit. Aber ich habe ihm dann auch erklärt, dass ich halt gerne Musik machen würde und mir das wichtiger ist. Und dann also beginnt das Jahr 1991 mit eben einer Arbeit im Lager als Staplerfahrer. Gar kein Problem, habe ich auch gern gemacht. Habe dann in kurzer Zeit angefangen, dort Dinge ja, zu verändern, einige Verbesserungen eingeführt, die ja dann auch ganz okay und gut angekommen sind. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Ne? Und ja, immer wenn ich irgendwo eine Arbeit hatte, war ich auch engagiert und habe immer geguckt, was kann ich denn hier an meiner Arbeitsstelle optimieren, verbessern. Nicht nur für mich, sondern für die anderen auch, sodass die Abläufe besser laufen. Das hat mir immer gut getan. So, wir kommen dann ins Jahr 1991 und ich sehe schon, dass das geht hier relativ lange. Vielleicht beende ich dieses Kapitel dann nach 5 oder 6 Jahren in den 90ern. 91 war das Ende der Sowjetunion, Helmut Kohl war immer noch Bundeskanzler und Senna wird wieder Formel 1 Weltmeister, wenn das für jemand hier wichtig ist. Und die Musik beschert uns einige ganz interessante Dinge, nämlich es taucht eine Band auf in Amerika, Nirvana, mit Nevermind, mit diesem Album, das dann Anfang der 90er eine richtige Welle ausgelöst hat in der Musik, ja, die Grunge-Welle. Sehr, sehr interessant, mit welcher Energie diese Band an das rangegangen ist und welchen Einfluss sie hatte, habe ich damals nicht so intensiv wahrgenommen, aber in der Nachbetrachtung, im Nachhinein, muss ich sagen, Respekt, Hut ab, was diese Band damals geleistet hat. Von den Charts her hatten wir von Everything I Do It For You, Bryan Adams zu wieder Roxette ganz vorne, Joyride, Scorpions mit Winds of Change ganz vorne dabei. Dann Guns N' Roses auch dabei, sehr schön. Matthias Reim reitet noch auf seinem Erfolg rum mit einem. Ich habe mich so auf dich gefreut. Und Milli Vanilli, die Fake-Band, taucht am Horizont auf mit Keep on Running. Oh mein Gott, was für eine Zeit. Queen nähert sich dem Ende der Schaffensphase mit Innuendo und Pet Shop Boys geben uns den Ohrwurm Where the Streets Have No Name und Dire Straits bringen uns Calling Elvis. Das waren die Charts 91. Ja. Was ist dann noch passiert in der Zeit? Natürlich. Die größte Sache, an die ich mich erinnern kann, ist, dass plötzlich wir spielen Silvester und unsere ganzen Termine im Februar, die wir hatten, eine ganze Woche voll, werden rausgekickt. Warum? Ja, Saddam Hussein meint, er muss Kuwait überfallen. Und die Welt guckt zu. Ja. Der Irakkrieg I bricht aus, direkt 1991. Und wir bekommen das live mit. Mittlerweile habe ich 1991 dann endlich meinen echten Personalausweis. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich war sehr, sehr happy, nach einem Jahr das zu bekommen. Ich habe dann auch einen sogenannten Einbürgerungskredit mir gleich genommen für 5.000 Mark, den ich dann im Laufe der nächsten Folgejahre dann abbezahlt habe. Der war dann verzinst irgendwo unter 1%. Das war natürlich für die Zeit sensationell. Und das hat mir geholfen, dann mir meine ersten Elektrogeräte und meine ersten Möbel zu kaufen. Und ich habe mir dann nach einem Jahr meine erste kleine Wohnung gemietet. Das war eine Einzimmerwohnung in einem
Haus mit günstiger Miete und ich war happy. In der Zwischenzeit ist meine Familie nachgezogen. Meine Mutter und Großmutter, die wohnten dann in einem Hotel, weil die Wohnheime voll waren, ein halbes Jahr später. Mein Bruder ist hierher gezogen und meine Schwester hat es ins Schwäbische verschlagen, weil ihr Schwager in der Nähe von Heidenheim seine Familie hatte. Also mein Schwager, ihr Mann. Ne? Hat es sie dann auf die Schwäbische Alb. Mir ist immer kalt, wenn ich sie dort besuche. Und mein Glück hier im Badischen ist, das Klima ist sehr feucht durch den Rhein und durch den Schwarzwald. Und meine jährliche Angina ist weg, ja, seit ich hier bin. Die ist verschwunden. Ich bekomme keine Mandelentzündungen mehr, die ich in regelmäßigen Abständen durch das Kontinentalklima in Rumänien hatte. Das ist weg. Also gesundheitlich hat mir der Umzug auch gut getan. Ja. Dann 91 vergeht wie im Flug. Ich arbeite ein Jahr lang, die ersten Auftritte kommen. Es wird immer mehr, 30, 40 Auftritte spiele ich in dem Jahr. Und wieder 91, was passiert dann noch? Ja, das vergeht so schnell. Also viele Auftritte, Arbeit, Auftritt, Arbeit, Auftritt. Und Ende des Jahres 1991 sagt dann der Keyboarder der Band: Du, ich beginne, wir waren gleich alt, ich beginne im Januar eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Wäre das nicht auch was für dich? Und ich dachte mir, ja, wenn ich jetzt noch eine Ausbildung mache, dann muss ich das jetzt machen, so mit 23, 24, wenn ich noch was lernen möchte. Und die Chance, eine Ausbildung im Kaufmännischen zu machen, Versicherung, das ist okay für mich. Ja. Wenn ich die Chance habe, da reinzukommen, dann nehme ich diese Erfahrung, dieses Wissen, was ich da lerne, dann nehme ich das mit. Und habe dann meine Schulunterlagen, alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, dann eingereicht. Und es war klar die größte Versicherung der Welt. Jeder kennt den Namen. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ihr wisst, von wem ich rede. Und ich habe mich dann 2 Monate vor Ende des Jahres 91 dann dort beworben. Und die Gespräche, ich wurde vorgeladen, die Gespräche liefen gut, ich hatte ein gutes Gefühl. Es waren viel, keine Ahnung, es waren glaube ich 10, die sich beworben hatten für die 3 Stellen, die frei waren. Die Ausbildung fand dann in Stuttgart statt. Und es vergeht eine Woche, 2 Wochen und ich höre nichts. Ich bekomme keine Nachricht. Ja. Was ich dann mache, ist typisch für mich. Ich warte nicht, ich handle. Ich greife zum Telefon, rufe dann dort an und sage, ich würde gerne wissen, warum es so lange dauert, weil die Entscheidung, wir sollen in der zweiten Januarwoche mit der Ausbildung starten. Ich bekomme keine Absage und ich bekomme keine Zusage. Was ist los? Ja, und dann, die Sekretärin hat mich dann immer wieder vertröstet. Ja, Herr Keller, haben Sie noch Geduld, Sie hören von uns. Das ging so weit, über 2 Monate, dass eine Woche vor Weihnachten ich gesagt habe, okay, das kann nicht sein. Es geht jetzt in 2, 3 Wochen los, irgendwas stimmt hier nicht. Dann habe ich angerufen und gesagt, ich will, dass Sie mich zum Direktor durchstellen. Ne? Hat sie dann gemacht. Ja? Und meine Hartnäckigkeit hat dann bei ihm dann zu folgenden Satz geführt. Er sagt dann, Herr Keller, anhand Ihrer Qualifikation, ja, ich weiß, ich habe die letzten Jahre in der Schule nichts mehr gelernt, weil die Gitarre mein Leben bestimmt hat. Ne? Ich ahnte schon, was er sagen wird. Ja, Ihre Zeugnisse waren halt für die letzten Jahre nicht die besten. Ich habe ihm dann kurz gesagt, haben Sie kurz 2 Minuten Zeit? Lassen Sie mich das erklären. Ich habe es ihm dann gesagt, woran das lag. Er hat gesagt, okay, wir hatten die letzten Jahre keinen, der so hartnäckig und bestimmt aufgetreten ist und der unbedingt dabei sein wollte. Wir nehmen Sie mit an Bord. Sie können in der zweiten Januarwoche mit der Ausbildung anfangen. Und ich, ja, Ausdauer. Wille, Hartnäckigkeit wird belohnt. Ich habe dann meinen Lagerarbeiterjob dann gekündigt und starte in der zweiten Januarwoche des Jahres 1992 mit der Ausbildung in Stuttgart. Und Junge, Junge, Mann, oh Mann, was da auf mich zukam. Eine Ausbildung bei der größten Versicherung der Welt.
Das ist nicht etwas, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die hatten wirklich top, top Leute. Die Leute, die uns trainiert haben, die waren wirklich top. Ja, das sage ich ganz, ganz ehrlich. Also ausgebildet vom Allerfeinsten. Also wirklich Leute, die studiert hatten und dort mit Master ihre Studiengänge beendet hatten. Ne? Und was entdecke ich nach zwei, drei Tagen? Ganztägige Schulung, 2 Monate lang, dass ich von der Materie völlig überfordert bin. Ich hatte also null Ahnung und ich dachte mir, Junge, du kannst nicht jetzt hier in die Ausbildung reingehen mit dem Gedanken an die Musik oder du musst jetzt zeigen, dass du in der Lage bist zu lernen. Und dann, wie ihr mittlerweile von mir wisst, ich bin jemand, der in Aktion tritt. Was habe ich gemacht? Mein Leben lang haben mir Bücher weitergeholfen. Ich bin also in die Stadtbücherei oder in Stadt, nee, Bibliothek nicht, in die Bücherei in Stuttgart, in die größte. Bin dann an den Verkaufstresen und habe Folgendes gesagt: Ich brauche das beste Verkaufstrainingsbuch, das Sie kennen. Ich brauche Grundwissen im Versicherungsgewerbe und ich brauche ein Motivationsbuch, was mich motiviert, um bei der Stange zu bleiben. Okay, du kannst natürlich so jemandem immer eine Freude machen, wenn du mit so Anforderungen auftauchst. Die Bücher, die ich bekommen habe, hört gut zu, die sind sehr, sehr interessant. Buch Nummer 1 war Personal Power. Tony Robbins, Anthony Robbins, ein Buch mit 400, 500 Seiten, so ein Wälzer. Für dieses Buch allein habe ich 250 Mark bezahlt. Ich kannte Tony Robbins schon aus Fernsehclips und wusste, was für eine Energie der Mann hatte. Und Personal Power, ja, das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Denn dein Leben liegt in deinen Händen. Und dieses Buch war ein Wahnsinns-Augenöffner für mich. Was alles möglich ist, wenn man weiß, wo man hin will, wenn man klare Gedanken hat, ein Ziel formuliert und dann auf das Ziel hin arbeitet. Das kannte ich ja vom Gitarrenspielen. Und das zweite Buch war von Dale Carnegie. How to Make Friends, wie man Freunde gewinnt. Ich kann es jedem empfehlen. Im Umgang mit Menschen eines der besten Bücher aller Zeiten. Und das dritte war Versicherungswirtschaft von A bis Z. Das Wichtigste, was Sie wissen müssen. Und diese drei Bücher habe ich verschlungen, ich habe sie gelesen, habe mir meine Notizen gemacht. Und nach 2 Monaten sah das anders aus. In der ersten Woche habe ich die Kollegen geplagt mit Fragen. Kannst du mir sagen, was bedeutet das, was bedeutet das? Nach 2 Monaten war es genau andersrum. Ja. Also, um hier nicht mich selbst zu sehr zu beweihräuchern. Ja, es geht wirklich nur um die Information und wie ich das verarbeitet habe. Aber Bücher haben mir immer sehr, sehr, sehr geholfen. Wirklich. Und haben immer wieder Dinge in mir getriggert, die mich aus einem anderen Blickwinkel das Leben sehen ließen und mir geholfen haben, Dinge in einen neuen Weg einzuschlagen. Also, und jetzt geht es dann so zur Sache. Ich habe dann so gearbeitet die nächsten Jahre. Das war schon absolut verblüffend. Ja. Im Jahr 1992, das verging wie im Fluge. Ja. Die Charts bringen uns dann die wichtigsten Lieder des Jahres. Waren dann ein gutes Dabei, To Be With You von Mr. Big. Guns N' Roses mit Knockin' on Heaven's Door. Guns N' Roses war sehr stark Anfang der 90er. Also es war die Rockband schlechthin. Und Roxette schon wieder. Und Michael Jackson mit Black or White. Und Guns N' Roses mit November Rain, dem epischen Gitarrensolo. Ja, Hammer, Hammer. Absoluter Höhepunkt von der Band. Ja. Und dann Metallica, Nothing Else Matters. Mann, wurde da Musik geschrieben. Ist das cool? Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, 92, eines der besten Jahre. Ja. Fanta 4 tauchen auf. Ist es die da oder die da? Okay, super Musik, einwandfreie Sache. Ja. Und 92 dann war ich schon im Bereich
70, 80 Termine mit der Band plus die Ausbildung. Das war schon hart. Und dann 93 ging das dann weiter. 93 war dann die Band hier regional schon irgendwo auf dem zweiten Platz von den Terminen. Wir hatten über 100 Termine in dem Jahr, die wir gespielt haben. Und ich war Fulltime beschäftigt. Also wirklich Job Fulltime. Aber das Gute ist, in der Branche konnte ich 2 Wochen richtig hart arbeiten und dann, wenn dann mein Ergebnis stimmte, konnte ich dann meine Zeit so einteilen, dass das dann mit meinen Bandterminen dann doch noch aufging. Aber es war schon heavy, ne? Und auch da erlebe ich dann Dinge. 2 Jahre später bekomme ich dann meine Vorladung zum Direktor und man sagt mir, man wirft mir die Termine, die Terminkalender. Wir haben im pro Quartal 20.000 Terminkalender gedruckt damals. Gab es immer noch kein Internet und die ersten Mobilfunktelefone tauchten auf. Ja. Und man wirft mir vom Direktor und der war wirklich eine harte Nuss. Ne? Also der war krass drauf. Ne? Der schlägt mir ein Ding vor meine Nase auf den Tisch und sagt, also das geht so nicht. Sie können nicht 15 Termine im Monat spielen und Fulltime für uns arbeiten. Wir müssen da eine Lösung finden. Sag ich, wenn Sie mir das wegnehmen, wenn Sie mir das verbieten, dann bin ich weg. Ja. Und dann ist mir das egal. Also die Musik kann mir niemand nehmen. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, mit Mitte 20, da hast du einen ganz anderen Energiepegel. Ja. Da kannst du am Wochenende 3 Auftritte spielen und eine Woche Fulltime arbeiten. Ja. Und ich habe mir das alles dann selbst erarbeitet in der Zeit. Also die 90er waren noch eine Zeit, wo Bands noch richtig gut bezahlt wurden. Wir haben 1993 zu viert 300.000 Mark versteuert. 300.000. Das ist heute kaum mehr machbar. Heute wird Live-Musik überhaupt nicht mehr so honoriert. Und es geht nicht darum, nur gut bezahlt zu werden. Man muss sich auch vorstellen, welchen Aufwand man treibt, wenn man live spielt. Wenn ich heute einen Auftritt spiele, mein Auftritt beginnt nicht um 8 Uhr, wenn ich das erste Lied für jemanden vorsinge und endet um 1 Uhr, wenn ich das letzte Lied singe. Mein Auftritt beginnt schon nachmittags um 4, wenn ich mein Equipment packe, es ins Auto lade, es auslade, es aufbaue, spiele, abbaue, es ins Auto lade und am nächsten Tag wieder auslade. Da sind dann 12 Stunden Arbeit drin. Und wenn du dann heute rechnest, welche Gagen standardmäßig bezahlt werden, bis auf ein paar elitäre Bands, die über die Medien bekannt sind und die dann ordentliche Gagen bekommen, ja, dann ist das weit unter dem, was ein Handwerker bekommt. Ja. Also wenn ich das runterrechne, bekommt wenn du einen Klempner buchen würdest für 3, 4 Stunden, dann hätte der die doppelte Gage wie ich. Ja. So haben sich die Zeiten geändert. Also in den 90ern, das war noch, da lohnt es sich noch, wirklich Live-Musik zu machen. Ja. So, wie geht das dann weiter? Ich gucke mal rein in 93. 93, ja, beginnt dann auf dem Balkan beginnen die Unruhen. Mit in den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken und da geschehen dann ganz dramatisch geschichtliche Dinge, die wir hier dann doch ganz intensiv berichtet bekommen und das hat mich auch wieder zurückversetzt dann in die Zeit in Rumänien, als dort die Mauer fiel mit über ja, knapp 3000 Toten in Rumänien, ne? Nicht, und hier bei uns ist ja kein einziger Schuss gefallen. Ne? Das war schon für mich sehr, sehr emotional berührend. Ja. Also, 93 geht weiter und das ist dann das Jahr, wo wir hier regional so viel spielen. Wir spielen oft in Baden-Baden, wir spielen in Iffezheim auf der Rennbahn, wir spielen damals noch auf dem berühmten Bühler Höhe Hotel, das wem gehörte? Max Grundig. Ja? Seht ihr die Assoziationen? Wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Mal den Silvesterball dort gespielt für richtig ordentliche Gagen. Aber um dort ranzukommen, musstest du bekannt sein. Wir haben auch immer 10% unserer Einnahmen in Werbung stecken müssen. Also in Flyer, in Zeitungsannoncen. Heute ist es ja viel einfacher, übers Internet zu werben. Das gab es ja damals nicht.
Und 93 spielen wir dann in Baden-Baden, wieder während der Rennwoche auf dem Augustaplatz. Und einer der damals noch bekanntesten Fernsehmoderatoren, ja, der die, ja, er kennt ihn alle mit seiner wunderbar schönen deutschen korrekten Aussprache, der hört uns dort und seine Lieblingsband war Smokey. Und wir wussten ja, was die für Musik mögen, also haben wir viel in der Richtung gemacht. Wir haben dann ein gesamtes Medley der Band gespielt. Und er kommt raus, weil genau gegenüber unserer Bühne war dann ein ganz bekanntes Restaurant in Baden-Baden. Er kommt raus und hört sich das komplette Medley an und kommt dann zu uns und sagt: Jungs, das war ja der Hammer, ja. Und wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Lust im Oktober, also es war September, also einen Monat später, habt ihr Lust auf meinem Schlossfest zu spielen, ja? Und wir, ja, selbstverständlich, sehr, sehr gerne, ja. Und warum nicht? Weil er sagte, ja, davor, vor einem Jahr hat Smokey gespielt und dieses Jahr können wir sie nicht buchen, aber wenn ich euch buchen kann und ihr noch ein paar andere Lieder spielen würdet, wäre das super. Für eine Dreiviertelstunde sage ich, ja, wir sind dabei. Nun, der Moderator der deutschen Hitparade lädt uns also auf sein Schloss ein in Lahr. Und wir kommen an, wir bauen auf, es ist ein Riesenzelt. Mehrere hundert Gäste werden geladen und du baust dann auf und direkt vor dir, vor der Bühne, ne, direkt sitzt Jack White, sitzt Matthias Reim, also so 3 Meter vor mir, Nicole, also alle Pop- und Schlager-Stars Deutschland waren geladen und Schauspieler, ja, Günther Strack. Etliche Tatort-Leute, weil alle vom Südwestfunk, die für den damals SWF, jetzt SWR, tätig waren, waren dort geladen und wir spielen. Und ja, wir haben doch verdammt, ich lieb dich gespielt, obwohl Matthias Reim vor uns war. Wir haben ihn gefragt, willst du mit uns das Lied singen? Und nee, nee, macht ruhig, ne, macht euch ruhig lächerlich. Aber nee, wir haben uns nicht lächerlich gemacht, wir haben es trotzdem gespielt und alle waren happy und haben gelacht. Und es war so, dass wir nicht nur eine Dreiviertelstunde gespielt haben, sondern er kam dann und hat gesagt: Ah, Jungs, hängt noch eine Dreiviertelstunde dran, ihr habt ja genug Titel, wunderbar. Und dann so Anekdoten, ne? Du stehst dann in der Reihe und hier, wir im Badischen, warum hat es mich hier im Badischen gehalten? Nicht nur, weil das Klima so angenehm für mich war. Die Nähe zu Frankreich. Du bist in 1,5 Stunden in der Schweiz, du bist in gefühlt 10 Minuten, 5 Minuten in Frankreich, in einer Dreiviertelstunde bist du in Straßburg, ja, die ganze französische Küche, elsässische Küche, so schön das Elsass, ich kann es nur empfehlen, euch mal hier in das mittelalterliche Elsass zu begeben, diese Orte noch zu sehen, das ist einfach wunderschön, ja. Und dann Elsässer Flammkuchen essen, ja. Mittlerweile kennt ja jeder, glaube ich, in Deutschland, was ein Flammkuchen ist. Damals war das noch nicht so bekannt. Ne? Es war ein Wagen mit einem wirklichen elsässischen Koch, der dort Flammkuchen gemacht hat. Ne? Und ich stand in der Schlange und direkt vor mir stand Günter Strack. Ja? Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, er war mindestens doppelt so groß wie ich. Ne? Und er steht dann und unterhält sich mit jemand und der sagt, ja, dann höre ich ihn sagen, ein Flammkuchen, was ist das? Und dann sage ich aus dem Hintergrund, ja, das ist halt wie eine ganz dünne Pizza, ja, belegt mit Zwiebeln, Schinken, Streifen und mit Crème fraîche. Ja. Und das schmeckt. Und ein bisschen Pfeffer natürlich noch, ein Salz. Ne? Und das schmeckt sehr, sehr gut. Ah, ja, okay, ich probiere mal. Und dann das Gesicht von ihm, wo er dann in diesen Flammkuchen beißt, ganz frisch gemacht aus dem Elsass. Das werde ich nie vergessen. Und er dann, Gott, das schmeckt ja unfassbar gut. Ne? 5 Minuten später stand er schon wieder in der Schlange und hat sich gleich einen zweiten geholt. Und wenn du zwei von denen isst, dann bist du satt. Das kann ich dir garantieren. Ja. Und ja, und dann, wenn du dann morgens dann abbaust und der dein Gastgeber dir noch sein Haus zeigt und zufrieden ist mit dir, dann ist das eine ganz tolle Sache. Und dann seine alte Röhrenradiosammlung gefühlt hat er über 100 in seinem Haus stehen. Das war schon sehr, sehr interessant. Über ihn lernen wir dann etliche Schlagerstars, ja, das war die Szene in den 90ern, die sehr, sehr erfolgreich war, kennen.
und sind dann für die nächsten Jahre im Fernsehen sehr aktiv, also hier im Südwesten dann in der Hitparade, wo wir dann als Begleitband Playback-mäßig im Hintergrund, natürlich kannten wir die Lieder, für etliche dieser Schlager-Leute im Buch, dann wenn ich das dann schreibe, werde ich einige Bilder dann auch veröffentlichen, dann tätig waren. Es war ein sehr, sehr interessanter, lustiger Einblick hinter die Kulissen. Also Namen möchte ich jetzt nicht alle erwähnen. Ich spare mir da ein bisschen was auf für das Buch, nachdem ich dann auch recherchiert habe, ob ich die Namen so verwenden darf. Dann das Spielen zum Beispiel auf der Bühler Höhe, das kann ich euch erzählen. Das ist eines der Top-Restaurants und Hotels gewesen in Deutschland. Das war also das Nonplusultra, den Silvester dort zu spielen. Und da bekommst du gleich am ersten Abend die Ansage: Bitte, vielleicht kennt ihr das Buch Fleisch ist mein Gemüse. Wenn nicht, recherchiert das mal und liest mal dieses Buch, weil viele dieser Geschichten habe ich wirklich erlebt beim Musikmachen. Und du spielst dort oben und Silvester Gala, ich glaube, Eintritt war 500 Euro, 7-Gänge-Menü, 500 Mark damals noch in den 90ern, 7-Gänge-Menü. Und du machst dann Tischmusik und der Oberkellner kommt und sagt: Ihr müsst so leise spielen, dass man das Besteck im Teller hört, wenn ihr spielt. Also habe ich dann mit Akustikgitarre unplugged und der Keyboarder am Klavier haben wir dann eben Dinner-Musik gespielt, nur zu zweit, einfach begleitet und ja nicht. Und das ändert sich dann aber so für diese High-End-Klientel. Denkt mal zurück an meine Geschichte aus Rumänien, wo ich euch erzählt habe, wo ich den Silvesterball gespielt habe für die Offiziere und was da abging. Und glaubt ihr, es war in Deutschland anders? Es war hier anders? Um 00:30 Uhr nachts haben wir Hardrock gespielt. Kam Smoke on the Water über unsere 10.000 Watt D&B-Anlage. Damals der Mercedes unter den PA-Anlagen haben wir uns geleistet. Von unseren Gagen haben wir uns für 40.000 eine Anlage gekauft. Wir hatten natürlich ein, zwei Roadies, die uns geholfen haben, sonst hätten wir das niemals selber alles aufbauen können. Und wir hatten damals Scanner, die ersten beweglichen Scanner, das Stück hat irgendwie 30 Kilo gewogen auf der Traverse. Und wir waren so froh, dass die das Licht per Spiegel abgeleitet haben und wir die Hitze der Scheinwerfer in den 90er nicht mehr spüren mussten. Ja? Also das war schon eine Berater. Aber die Dinger haben nahe 20.000 Mark gekostet. Diese Scanner, das müsst ihr euch mal vorstellen. Heute bekommst du für 500 Euro vier dieser Scanner, die 10-mal mehr können wie diese Monstergeräte aus den 20ern und die deine Bühne in tollem Licht erstrahlen lassen, in LED-Licht, ohne dass du schwitzt wie ein Pferd. Und wir haben dann um 00:30 nachts, waren die auf den Tischen, die Haute Volée. Ja? Da ging es erst richtig ab. Und das haben wir mehrfach erlebt dort oben. Wir haben dann auch Hochzeiten und alles Mögliche von irgendwelchen sehr bekannten, prominenten Leuten in Deutschland gespielt. Ja, die Band war sehr, sehr aktiv in den 90ern. Die Jahre vergingen wie in Trance. Mehrere Umzüge, ja, ein bisschen größere Wohnung. Dann nach 2, 3 Jahren, auf privat kann ich ja sagen, hat meine Ehe dann auch nicht mehr funktioniert, weil ich auch eben zu viel gemacht habe. Wenn du 100 Auftritte spielst im Jahr plus Job, dann brauchst du dich nicht in eine Beziehung begeben. Da brauchst du keine Ehefrau an deiner Seite, die auf dich wartet. Das kann nicht funktionieren. Also meine erste Ehe war dann nach 3 Jahren beendet. Ja. Und dann die Beziehungen, die waren dann alle natürlich nicht so stabil, wie man sich das vorstellt. Ja. Und erst Jahre später komme ich dann in eine Beziehung hinein, die dann auch länger hält. Wo ich dann auch jemanden hatte, der sehr ruhig war, was aber auch auf lange Sicht auch nicht das Wahre ist. Ja. In Beziehungen. In einer Gemeinschaft, in einer Beziehung, muss man immer auf Augenhöhe sein. Also wenn ich eines gelernt habe
ist dann, dass wir auf Augenhöhe uns begegnen müssen in einer Partnerschaft. Das ist das Allerwichtigste. Und dass wir unseren Partner akzeptieren müssen mit den geschlechtsspezifischen Attributen. Also nicht eine Frau in einen Mann verwandeln möchten und eine Frau sollte einen Mann nicht in eine Frau verwandeln. Wenn wir das hinbekommen, dann ist jede Beziehung fruchtbar auf allen Ebenen. Und also die 90er vergehen wie im Flug. Ich gehe mal kurz in 94 rein, schaue mir da die Charts an und ich bin sicher, ich kann mich an alles erinnern. Also was haben wir denn gespielt? Klar, Bryan Adams mit All for Love, Streets of Philadelphia war der Knallerfilm auch mit Tom Hanks damals. Die erste AIDS-Story, Freddie Mercury ist 2 Jahre vorher gestorben mit einem, also dramatisch, auch traumatisch, dieser Jahrhundertsänger, der von uns gegangen ist. Dann dieses Konzert im Wembley Stadium, das ich nie vergessen werde, wo die ganzen Superstars Queen-Lieder gesungen haben. George Michael, Somebody to Love, und alle hatten gehofft, Mensch, vielleicht wird er der neue Sänger von Queen, das hat aber leider nicht geklappt. Ne? Und dann, was haben wir hier noch? Auch beklopptes Zeug taucht auf mit Rednecks, Cotton Eye Joe. Ich habe das gespielt, stellt euch das mal vor. Oh, gruselig. Dann Meat Loaf mit I Do Anything for Love, coole Nummer. Und dann taucht Stefan Raab auf am Horizont hier in Deutschland mit Stefan Raab, das erste Band, Stefan Raab und die Bekloppten. Ne? Passt doch wunderbar. Bertie Folks. Scooter mit Hyper, da geht was ab. Ne? Aerosmith ist bekannt mit Crying. Die 93 ist die Durchmischung größer. Dann 94. Was haben wir denn hier 94 musikalisch? Was habe ich denn da gespielt alles? Okay, warte mal. 95. Gucken wir mal hier. Also meine Maus ist gerade ein bisschen komisch. Also schauen wir mal in 95 rein. Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Sie ist weg von den Fanta 4. Michael Jackson, You Are Not Alone. Oh man. Was haben wir noch gespielt? Wir haben, da gab es auch ganz komisches Zeug auch, ne? Nicht nur Cotton Eye Joe, sondern auch, wo bin ich jetzt? Bin ich 95, ja? Oh Gott, was gab es denn da? Da kamen die ersten Boygroups auf. Oh, Schock! Riesenschock, ne? East 17, Stay Another Day und so, ne? Entrance, Staying Alive, Cover von den Bee Gees, ne? Und so vergingen diese Jahre im Arbeitstaumel, im Musiktaumel, in Anekdoten, die ich euch dann im Buch im Detail erzählen werde, die ich hier musikalisch erlebt habe, die teilweise Hammer sind. Also wir haben zum Beispiel mal in Düsseldorf auf dem japanischen Golfplatz einen Geburtstag gespielt, eines der bekanntesten Politiker Deutschlands. Und das war natürlich auch ein Erlebnis. Wir haben das japanische Feuerwerk gesehen, was auch außergewöhnlich ist. Wie euch vielleicht bekannt ist, lebt außerhalb von Japans in Düsseldorf die größte ist in Düsseldorf die größte japanische Kolonie mit etwa 100.000 Menschen. Wusstet ihr das? Und ja, sehr, sehr interessante. Da komme ich dann auch später dann an Sushi ran. Ne? Und wow, das war auch ein Erlebnis. Ne? Die 90er vergehen also ist ein Jahrzehnt. Ich bin also mit Hochenergie an der Sache dran. Und beruflich schaffe ich dann tatsächlich 5 volle Jahre im Versicherungsgewerbe tätig zu sein. Und dann geschieht etwas sehr, sehr Interessantes. Ich stelle bei mir so Zyklen fest. So alle 7 Jahre ändern sich Dinge, ändern sich körperliche Dinge, ändern sich energetische Dinge. Ich habe dann in der Zeit gefühlt nicht so viel gelesen, wie ich eigentlich hätte lesen sollen, weil ich so sehr aktiv, also ich kam kaum mal am Sonntag dazu, ein Buch zu lesen. Ja. Bin immer noch gerne ins Kino und essen gegangen
Und in meiner persönlichen Entwicklung, ja, war ich immer wieder auf Schulungen. Aber es kam dann so ein Punkt, so gegen Ende meiner 20er, also zu Beginn meines dritten Lebensjahrzehnts, da merkte ich, jetzt musst du dich bewegen, jetzt muss wieder etwas anderes kommen. Aber was dann kam, war sehr, sehr interessant. Ich bin 1997 auf der Frankfurter Musikmesse, wie jedes Jahr. Ja, das waren noch Zeiten in den 90ern, wenn du auf der Frankfurter Musikmesse, da konntest du die absoluten Superstars begegnen. Und das Volumen an Ausstellung war 4 bis 5 Mal so hoch wie heute. Ja. Also ich kann mich erinnern, wo ich dort 2 Meter vor dem australischen Wundergitarristen Frank Gambale saß und ihn dann fragte, wie spielst du denn das, was du da spielst? Das ist ja unfassbar. Ne? Dieses Economy Picking, ne? Dieses da, 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 also dieses beim Wechseln auf die nächste Seite immer nach unten. Also wenn deine letzte Bewegung nach unten war, führst du die nächste auch nach unten aus. Und ich habe dann ein Jahr lang das trainiert, bis ich es konnte. Und ich bin ewig dankbar, weil das hat mein Spiel der rechten Hand revolutioniert. Ne? Da kann ich auch mal ein Video drehen, wie das Ganze dann im Detail aussieht. Und also, ich bin im März 97 mal wieder in Frankfurt auf der Musikmesse und spiele dort auf Gitarren und auf Verstärkern, teste dann immer das neueste Equipment. Ich war immer an neuem Equipment interessiert. Ich habe immer geguckt, wie kann ich mein Equipment optimieren. Die Jahre zuvor mit der Liveband habe ich dann von Rocktron ein Gerät gespielt, in dem dann die ganzen Effekte drin waren, also Delay, Chorus und so weiter. Und hatte nur noch ein Volume Wah-Wah Pedal. Und das Rocktron lief dann über eine Engel Vollröhren-Endstufe in eine 212er Marshall Box mit Celestion Vintage 30. Das war so mein Bühnensetup. Abgenommen wurde das Ganze dann mit einem Shure SM57. Und ich war immer auf der Suche nach, wie kann ich mein Equipment irgendwie noch ja, leichter machen oder verkleinern? Gibt es vielleicht mal einen Verstärker, der das alles kann? Und siehe da, ich lande bei der Firma Digitech, 97 auf dem Messestand, und da war dann ein Verstärker mit dem Namen Johnson Millennium. Und ich war begeistert. In diesem Verstärker war ein Digitech 2120 verbaut. Und es war ein Verstärker, der zum ersten Mal das konnte, was ich mir vorgestellt hatte. Also unten ein Pedal mit einer Steuereinheit. Im Verstärker waren verschiedene Modelle britischer, amerikanischer Amps gemodelt. Und dann die komplette Effektsektion. Ich spiele dann auf dem Amp, gucke mir da ein paar Presets an. Plötzlich steht ein Herr hinter mir, angezogen wie GR in John Ross, wenn du zuhörst, wie GR in Dallas. Also ein cremefarbener, wunderschöner Anzug mit einem cremefarbenen Stetson und klassische Lederstiefel in Braun. Da stand hinter mir und sagt: Oh, I like your playing. Also ich mag dein Gitarrenspiel. Und ich sage, well, thank you, vielen Dank, Dankeschön, freut mich. Und dann sagt er, well, what I noticed, you're always playing the appropriate licks and songs to the presets that are programmed in the amp. Also, was ich höre, ist, dass du immer die richtigen Sachen spielst, je nachdem, welchen Sound du gerade, welchen Preset du aus dem Amp verwendest. Sag ich, ja, es macht doch keinen Sinn, wenn hier steht The Wall, dass ich dann Country Roads drauf spiele. Ich spiele dann einfach die Begleitung von Another Brick in the Wall und das Gitarrensolo. Aha, okay, sagt er, ja, was machst du denn so beruflich? Und ich denke, oh, der Arme, der Nette, der will nur ein Smalltalk mit mir machen, stellt sich dann vor, zückt dann seine Visitenkarte und gibt sie mir. Ich habe da gar nicht so groß drauf geguckt und habe gedacht, komm, ich bin höflich, hatte noch meine Karte von der Allianz dabei, gebe ihm dann, oh, jetzt habe ich den Namen genannt.
Ich hatte also noch meine Karte dabei, meine persönliche Visitenkarte, habe sie ihm ausgehändigt und er, oh, you're working at one of the biggest, no, so it's the biggest insurance company in the world. And what are you doing? Well, I'm a sales rep. Ich bin also ein Kaufmann, der hier Versicherungen verkauft. Also, sagt er, wow, das ist ja perfekt. Ne? Wir suchen nämlich jemand für Deutschland, der eben das Kaufmännische kann und das Gitarristische, weil es darum geht, diese Verstärkerserie in den deutschen Markt einzuführen. Und dann sage ich, ah, okay, ich dachte, der will nur nett sein. Ne? Und die Messe, der sagt, ob es okay ist für mich, wenn sich nach der Messe jemand bei mir meldet. Dann sage ich, ja, ich habe kein Problem damit. Warum nicht? Ich bin offen. Es kann sich ruhig jemand bei mir melden. Ne? Und dann fahre ich heim. Es vergehen dann so 2 Monate, 2 Wochen nach der Messe und plötzlich klingelt das Telefon. Also wir haben jetzt April 1997. Das Telefon klingelt und eine Frau ist dran und sagt: Hallo, Herr Keller, Firma so und so. Und ich schon, wo ich Firma richte, ich war ja immer so einer, der überhaupt nicht gern telefoniert. Also ich bin kein Freund vom Telefon, wenn ich den Menschen nicht sehe. Ich habe dann immer relativ schnell gesagt, also ich kaufe nichts wieder und habe dann aufgelegt. Eine Minute später klingelt das Telefon wieder, sie ist wieder dran und sagt, halt, nicht auflegen, wir sind von der und der Firma und Sie haben doch mit dem Herrn auf der Messe gesprochen, mit dem Herrn Johnson. Und dann sage ich, ach ja, ich kann mich erinnern, das war der nette Amerikaner, der so schön gekleidet war, sagt sie, ja, der nette Amerikaner ist der Boss von Harman Group. Und er hat sie empfohlen, wir sollen uns mal bei ihnen melden. Wollen Sie sich nicht bei uns vorstellen, dass wir uns kennenlernen? Und ich dachte schon, ja, warum nicht? Na? Also, eine Woche später fahre ich dann dahin. Und die Firma hatte den Vertrieb in Deutschland und Europa, also war ein Großhändler, für einige der besten Produkte. Also Shure, Neumann-Mikrofone. GBL, Genelec, Studiomonitore, SSL-Konsolen. Ja, SSL, das sind die Mischpulte, die 500.000 oder über 1 Million kosten. Digitech. Und dann natürlich die neue Marke, die in den Markt eingeführt werden sollte. Und jetzt passiert etwas, was auch wieder sehr, sehr interessant ist. Ja, um euch das zu veranschaulichen, muss ich euch die Geschichte erzählen. Ja, also, ich habe eine sichere Arbeit mit einer ordentlich guten Bezahlung. Ich habe eine Band, mit der ich 100 Mal im Jahr spiele. Also finanziell ist alles in trockenen Tüchern. Ich kann mir was aufbauen. Ich wohne, keine Ahnung, in meiner 5. Wohnung mittlerweile. Zwar immer noch in Miete, also ich wohne gerne in Miete, ich habe da kein Problem mit. Und weil ich dann unabhängig bleiben kann. Und dann stelle ich mich da vor und wir unterhalten und das Gespräch geht 4 Stunden. Und die Firma sieht aus wie geleckt. Ein Riesenlager. Und man führt mich ins Lager und mir fliegt die Kinnlade runter. Ja? Auf einer gefühlten Fläche von 2 Fußballfeldern im Hochregal. Tausende Musikinstrumente, Equipment bis zum geht nicht mehr. Bis zur Decke gelagerte tausende Shure-Mikrofone. Unfassbar. Ich war sozusagen ins Paradies vorgedrungen. Ich als Equipment immer einer, der gucken will, was kann man denn verbessern, der jetzt gelandet ist bei so Geräten, ja, High-End und sein Equipment so minimiert hat, dass es trotzdem super klingt, nicht mehr viel schleppt. Ich verwende eine Bose-Anlage zur Verstärkung. Ich habe hier die modernsten Geräte im Einsatz, immer wieder up to date, hat dann die Möglichkeit hier, ja, wie Alice im Wunderland. Also ich war sehr, 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 sehr beeindruckt. Und dann sagt man mir, ja, reichen Sie uns eine Bewerbung ein und dann machen wir Ihnen ein Angebot. Und okay, ich schicke die Bewerbung rein. Und so wie ihr jetzt mich hier erlebt auf Video und mit meiner Biografie. So habe ich in dieser Bewerbung meinen Lebenslauf geschrieben, so wie ihr mich jetzt hier kennenlernt.
Und nach 2 Wochen bekomme ich eine Einladung, wieder zu einem Bewerbungsvorstellungsgespräch zu kommen. Und direkt in den ersten Sätzen sagt man mir, als ich dann wieder dort bin: Herr Keller, bitten Sie um, wir möchten Ihnen was mitteilen und bitten um Verständnis. Sage ich: Okay, ja, gerne. Und dann sagt man mir: Ihre Bewerbung ist, Sie sind jetzt bekannt. Wir haben sie in der ganzen Firma durchgereicht. Und ich: Oh, okay, warum? Weil es die beste war, die wir in den letzten 30 Jahren bekommen haben. Der Grund, warum diese Bewerbung bei denen so gut angekommen ist, war, weil ich total ehrlich und offen und unverblümt über mich erzählt habe. So, jeder, der diese Bewerbung gelesen hat, war erstmal neugierig, den Menschen kennenzulernen und hatte eine Ahnung, wer da vor ihnen sitzt. Und ja, das Angebot, das man mir dann unterbreitet hatte, war so reizvoll, dass ich es angenommen habe. Und so begann dann mein Weg vor 20 Jahren in der Musikindustrie, im Großhandel. Ich habe dann in den ersten 6 Monaten, natürlich ging ich dann durch eine Schulung wieder, mehrere Monate, also ich glaube 2, 3 Monate über die Sommermonate, und dann im Herbst des Jahres 97 startete ich dann und habe dieses Produkt in den Markt eingeführt. Zur Weihnachtsfeier desselben Jahres werde ich nach Salt Lake City eingeladen, ja, Vereinigte Staaten, und dort auf der Weihnachtsfeier, schon nach 3 Monaten, lädt man mich auf die Bühne mit folgendem Satz: We want to congratulate our best sales guy in Europe. Und ich dachte schon: Oh Gott, jetzt heben die mich auf den Podest. Das kann nur nach hinten losgehen. Ja, klar. Ich bin mit absoluter Leidenschaft und Herzblut in diese Arbeit reingegangen. Habe dann die Marke im deutschen Markt eingeführt bei 50 der bekanntesten Musikalienhändlern in Deutschland. Ich bin im ersten Jahr, also im ersten Halbjahr, war ich mehrere 10.000 Kilometer schon unterwegs. Und es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Meine verkäuferisch erworbenen Fähigkeiten im Bereich Verkauf, im Bereich Wissen und vor allen Dingen im Umgang mit Kunden, ja, dass der Kunde der Wichtigste ist und nicht das, was ich ihm verkaufen will. Ja. Sondern dass man mit dem Kunden zusammen ein Konzept entwickelt und ihm aufzeigt, welches Potenzial in dem Produkt steckt und in der Möglichkeit, dieses Produkt dann richtig auch in dem Markt und für seinen Laden dann zu vermarkten, wie auch an den Mann zu bringen. Denn wenn du deine Produkte nicht an den Mann bringst, dann wie soll sich dann dein Laden rechnen? Wenn du Ware drin hast, die ein halbes Jahr steht, dann machst du was falsch. Ja? Dann hast du deine Lektion überhaupt noch nicht gelernt. Und in der Zeit lerne ich natürlich auch den größten Händler der Welt jetzt kennen, also den größten Musikalien-Einzelhändler der Welt. Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, Ende der 90er schon. Wir haben die ersten Jahre online, also irgendwann 95 sind wir online gegangen. Ich war dann ein Jahr später, glaube ich, oder auch schon 95, noch über CompuServe, dann im Internet. Ihr könnt euch alle noch genau erinnern an diese Tage, wo du dann dein erstes Modem installiert hast, ne? Dieses und dann: Oh, wir sind online. Und dann hast du ein Bild heruntergeladen und es dauerte 10 Minuten, ne? Weil du eine 64 Kilobyte Leitung hattest, oder eine Webseite hat sich dann in Zeitlupe aufgebaut, ne? Das waren noch Zeiten. Und die ersten Handys dann, die man ja, das S2 von Siemens zum Beispiel, ne? Das kann ich mich noch gut erinnern, was für eine Sensation das war, dann zum ersten Mal eine SMS zu schicken. Boah.
Die 90er, ja. Wenn ich dann jetzt 97 dann reingehe und hier mal kurz gucke, was die Charts mir gegeben haben in dem Jahr, dann hatten wir Will Smith taucht am Horizont auf mit Man in Black. Ne? Das war glaube ich, der Kinohit des Jahres. Ja? Und dann Candle in the Wind, natürlich 97, die Tragödie mit dem Unfall von Lady Diana. Dann Rammstein ist mit Engel in den Charts, also eine Band, die auch wieder eine neue Richtung dieses Industrial Metal geprägt hat. Ja. Und die Boygroups, ach, na, Backstreet Boys, Everybody, die ganzen kranken Ohrwürmern, die dann aus Amerika rüberkamen. Wir hatten Ricky Martin, den Schönling mit Maria. Also es ist alles schon 20 Jahre her. Ne? Stellt euch das mal vor. Ne? Whitney Houston war noch am Start, die Bee Gees waren noch am Start. Und dann haben wir, ja, viele Boygroups sind hier neu gekommen. Madonna mit dem Film für Evita Perón, mit Don't Cry for Me Argentina. Und so weiter. I believe I can fly. Ja. Das waren die Hits in der Zeit. Ich habe mir trotzdem in der ganzen Zeit dann doch privat, obwohl ich diese Musik gemacht habe, privat habe ich mir dann immer Joe Satriani, Lee Ritenour, Pat Metheny und immer wieder gerne Yngwie Malmsteen. Ich war also in den 90ern. Das erste richtige Rockkonzert 91 habe ich Yngwie Malmsteen gesehen. Ja? Ist das nicht cool? Und ja, ich bin immer dann jedes Jahr zu Konzerten, so wie die Zeit es zuließ. Leider habe ich Queen nicht erleben dürfen mit Freddie. Dem trauere ich heute noch hinterher. Also, ich nähere mich jetzt langsam dem Ende des ersten Jahrzehnts und dann geht die Geschichte mit den 2000ern weiter. So, was ich noch erlebt habe mit dem Start in die Musikbranche, ich war dann extrem happy, ja. Ich konnte meine Fähigkeiten, die ich mir im Management und Verkauf erworben hatte, im Kaufmännischen, konnte ich mit meiner Fähigkeit, Gitarre zu spielen, kombinieren. Und das war wie ein Yin-Yang, wie ein Treffer. Ja. Ich war also da sehr, sehr gerne bei der Sache noch sehr erfolgreich. Und was dann geschieht nach 2 Jahren? Also, ich habe sehr, sehr viel Spaß diese Produkte in den Markt eingeführt. Und dann nach 2 Jahren geht der Firmenchef, der Firmeninhaber in Rente in Amerika und er ruft mich im Oktober, November des Jahres 1999 an, also 2 Jahre später, und sagt: Horst, ja, vielen Dank nochmal für die Zeit. Ich möchte mich bei dir persönlich verabschieden. Ich gehe jetzt was ich in Amerika alles erlebt habe in der Zeit. Ne? Sehr, sehr, sehr tolle Sachen. Also Amerika ist immer noch, also wenn irgendwo jemand hin will, um sich zum Beispiel beruflich oder unternehmerisch zu verwirklichen, dann ist immer Amerika noch die Nummer eins. Also ich will nirgendwo anders hin. Natürlich jetzt nicht mehr, aber damals war das ein Traum. Also wir sind mit dem Schneemobil durch die Rockies gefahren, haben den großen Salzsee gesehen, den Grand Canyon. Das war, ja, und dann die ganze Mentalität der Amerikaner, Dinge anzupacken, nicht lang zu warten und auch wenn es mal schief läuft, wieder aufzustehen, das ist vorbildlich. Kann ich nur, ich bin auch sicher, ich bin auch ganz sicher, dass die politische Lage jetzt, und wenn sie noch so ja, bedrückend für den einen oder anderen sein mag, in Amerika nicht bleiben wird. Wenn man in die Geschichte Amerikas zurückgeht, hatten die alles schon gehabt, auch an Präsidenten, ja, und Ups and Downs, Vietnamkrieg, dann die Depression, also dieses Land ist ein Panoptikum der Menschheit. Alles, was überall auf der Welt passiert, passiert in dem Land. Und so wie sie jetzt vielleicht irgendwo da niederliegen, werden sie sich wieder aufraffen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Also ich weiß das einfach. Alle großen Entdeckungen und Innovationen der letzten Jahrzehnte,
Die kamen fast alle aus Amerika und die werden sich wieder kriegen. Da macht euch mal keine Sorgen. Ne? Und er, John Johnson, ruft mich an und sagt: Ich muss dir was sagen, ich gehe in Rente und mein Nachfolger hat beschlossen, dass die Produktserie, die wir eingeführt haben, mit meinem Namen drauf, da sie in Amerika nicht so erfolgreich war wie in Europa, dass die eingestellt wird. Und jetzt stell dir mal vor, wie ich mich gefühlt habe in dem Augenblick. Du hast 2 Jahre den wirklich tollsten Job gemacht. Du hast auch als genossen, es hat dir Spaß gemacht, ohne Ende. Und du hast viel harte Arbeit reingesteckt. Und von einem Monat auf den anderen ist alles, was du den Händlern und den Leuten versprochen hast, obsolet, weil das Produkt eingestellt wird. Also wie gehst du dann zu Beginn des Folgejahres, des folgenden Jahrzehnts, die 2000er starten, wieder zu diesen Kunden und sagst: I'm sorry, es war ein Flop, es läuft in Amerika nicht, wir müssen das Produkt einstellen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Engagement, euer Commitment, dass ihr mir geglaubt habt. Also ich war schon ziemlich am Boden, als ich das dann erfuhr. Aber wie das Leben immer so spielt, die Dinge hängen immer zusammen. Und in der Zeit sind auch noch andere Firmen auf dem Markt aufgetaucht. Und an dem Tag fahre ich heim, schlag meine Gitarre und Bass, die ich seit 10 Jahren abonniert hatte, schlag die auf, vorher Fachblatt. Und auf der vorletzten Seite eine ganzseitige Anzeige. Eine amerikanische Firma sucht einen Manager für Deutschland und Bewerbungen bitte unter dieser Telefonnummer, also anrufen oder Bewerbung einsenden irgendwo in Rottgau bei Frankfurt, war dann die Kontaktadresse. Und ich schnapp mir mein Telefon, ja, wähle die Nummer. Ich denke, ich warte nicht, ich warte nicht, ich warte nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich handle und rufe die Telefonnummer an und dann klingt das Telefon und am anderen Ende der Leitung sagt einer: Keller, guten Tag. Und ich: Aha, auch Keller, guten Tag. Ja, was sagt ihr jetzt? Dann sage ich: Hallo, grüße dich. Mein Name ist Horst Keller. Ich bin interessiert an dem Angebot hier und würde euch mich gerne vorstellen, dass wir uns kennenlernen. Und dann sagt er: Ja, super, komm doch einfach nächste Woche vorbei. Was machst du denn? Wo bist du tätig? Und dann erzähle ich ihm so ein bisschen meinen Werdegang. Sagt er: Oh, das klingt sehr, sehr gut. Komm vorbei, bring deine Unterlagen mit. Und dann führen wir ein Bewerbungsgespräch. Eine Woche später bin ich dann dort. Wir sind immer noch im Jahr 1999. Ja. Und nach einer Viertelstunde, wo wir uns dann so kennengelernt haben und er anfängt mit seinen Fragen, sage ich zu ihm: Hör zu, Namensvetter, ich kenne alle Techniken, alle Fragetechniken, die es gibt. Ich kenne NLP, neurolinguistische Programmierung, ich habe alle Bücher gelesen zu dem Thema, ich weiß, wie man Fragen stellt. Guck, sprich mit mir einfach ganz klar und lass alle Formen der Fragetechnik, wo du mich irgendwo auf einem Weg führen möchtest, weg. Wir reden von Mensch zu Mensch ganz offen. Ich sag dir, was ich mir vorstelle, du sagst mir, was du dir vorstellst. Und er in dem Augenblick: Hey, du bist der Erste, der überhaupt erkannt hat, welche Art von Fragen ich stelle, sage ich. Da können wir dann drauf aufbauen. Ne? Das Gespräch lief dann sehr, sehr gut. Wir waren auf Augenhöhe. Und ich sollte dann meine Daten einreichen. Die europäische Niederlassung war in England. Und eine Woche später sitze ich im Flugzeug nach Birmingham. Und da diese Geschichte noch im Dezember 99 stattfindet, werde ich sie euch auch noch kurz erzählen und dann beende ich das erste Jahrzehnt. Also ich lande in Birmingham und ich werde von dem Europachef dort abgeholt. Und auf dem Weg in die Firma, wo wir vom Flughafen Birmingham eine halbe Stunde unterwegs waren, haben wir schon über alles Mögliche erzählt. Er war ein Kopf größer wie ich, ein sehr freundlicher Engländer. Und
äußerst höflich, wie die ja eh alle sind. Und er hat mir erzählt, wo er herkommt und was die Firma vorhat. Und wo sie ihre Ziele sehen. Und ich habe ihnen gesagt, was ich so gemacht habe. Ich habe ihm erzählt, wo ich herkomme und was ich so gemacht habe. Die letzten Jahren in der halben Stunde haben wir uns kennengelernt. Und als wir dort ankamen, hieß es dann, vorher hatte ich die Information. Also ich habe mit ein paar Leuten geredet, denen ich vertrauen konnte, und haben gesagt, der Verkaufsdirektor der Firma, der war 14 Jahre die rechte Hand von einer der wichtigsten Verstärkerfirmen der Welt, und er ist einer der härtesten Verkäufer überhaupt. Also wenn du jetzt für den arbeiten möchtest, dann musst du dich ganz warm anziehen. Also der ist ein ganz scharfer. Ja. Und das Interessante war dann, dass ich ihn als so etwas erzeugt in mir immer so das Gefühl, das ist eine interessante Persönlichkeit, die muss ich kennenlernen. Ne? Aber Angst oder in irgendeiner Form Sorge hat das in mir nicht ausgelöst. Ne? Wie die Geschichte dann weitergeht, ob ich das schaffe, diese Stelle zu bekommen, das erzähle ich dir in Teil 4 meiner Biografie. Die Zusammenfassung der 90er, die noch sehr, sehr lebendig in meiner Erinnerung ist, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich könnte natürlich noch viel, viel mehr Anekdoten und Stories erzählen, die den Rahmen sprengen würden. Ich hoffe, es war für jeden von euch etwas dabei. Wenn du dir das anguckst, bedanke ich mich für die Zeit, die du aufgebracht hast. Ich würde dir auch empfehlen, solche Videos anzugucken mit der Gitarre in der Hand und dabei deine Fingerübungen zu machen. Ich hoffe, du hast einen weiteren guten Einblick in mein erstes Jahrzehnt in Deutschland bekommen mit der ganzen Entwicklung. Dann, ja, 98, vielleicht kann ich da noch mal kurz reingucken. 98 hatten wir dann musikalisch ja eine sehr durchwachsene Geschichte. Wir hatten Celine Dion mit My Heart Will Go On. Klar, jeder weiß, I don't wanna miss a thing. Aerosmith, ihr kennt auch die Filme, die dranhängen. Robbie Williams trennt sich hat mit Angels einen riesen Hit. Ja, und so weiter. Falco lebt noch und macht Out of the Dark. Cher quält uns mit Believe und den ersten Modulationseffekten auf dem Gesang. Dann 99, auch noch mal ganz interessant, was sich da musikalisch tut. Mit Xavier Naidoo taucht zum ersten Mal am Horizont auf mit Sie sieht mich nicht. Dann Britney Spears und Christina Aguilera dominieren sehr in dem Jahr die Charts. Fanta 4, MFG mit freundlichen Grüßen und so weiter. Und viele, viele Boybands. Ja. Und das alles schon 18 Jahre her fasziniert mich immer wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bedanke mich bei dir für die Aufmerksamkeit, dass du mit mir durch die 90er gegangen bist. Ich hoffe, es war ein bisschen Interessantes für dich dabei. Ich kann dir sagen, für das erste Jahrzehnt und für jeden Tag, den ich hier in Freiheit in diesem wunderschönen Land verbringen darf und durfte, bin ich dankbar. Hier habe ich alle Möglichkeiten. In diesen ersten 10 Jahren habe ich festgestellt, hier kann ich machen, was ich will. Worauf ich meinen Fokus, meine Energie, meinen Willen richte, da bewegt sich mein Leben hin. Und ich habe alle Hilfsmittel, wenn ich gesund bin, ich finde ich die alle. Ich kann mich schulen, ich kann mich weiterbilden. Und eins weiß ich in Deutschland, wenn ich irgendwo bin und sage, ich weiß nicht mehr weiter, helfen Sie mir. Es findet sich immer jemand, der einem hilft. Du hast also alle Chancen, alle Möglichkeiten stehen dir hier offen. Das Einzige, was du brauchst, ist der brennende Wunsch, etwas Sinnvolles mit deiner Lebenszeit anzufangen. Und es gibt keinen absolut linearen Weg, der ins Paradies führt. Es gibt nur einen Weg, der immer rauf, runter, rauf, runter geht, der dir energetisch folgt, und diesen Weg bestimmst immer du.
Mit diesen Worten möchte ich mich bei dir verabschieden, mich bedanken, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du in Teil 5 in den 2000ern auch nochmal dabei bist. Sehr ereignisreiche Jahre, die ich bewusst erlebe. Und wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Bye, bye.